Ja, poste mal. So Leute, hier ist wieder ein Livestream. Und zwar... Servus. Also für die Leute, die hier bei YouTube und so weiter zugucken. Ich guck mir mal eben den Stab hier an. Der ist ja mal... Ja, der sieht ganz cool aus. Hast du schon meinen neuen Stab gesehen? Nein. Wo bist du nur? Einfach in der Gruppe kurz. Oder so. Ja. Ja, den muss man in Aktion sehen. Hä? Hat der was oder was? Der sieht ziemlich cool aus, Moment. Den habe ich aber auch. Mit folgender Rüstungskombi. Die sieht bei mir so aus. Ja, cool. Nice, nice. Aber warte, warte. Aber ich will auch diese. Necro spielst. Diese Engelsflügel da, diese schwarzen, die will ich auch unbedingt haben. Ich will die auf jeden Fall schwarz. Poste dir gleich mal eine Reihe von geilen Necro-Spielen. Okay. Heute ist Mondschau angesagt hier im Livestream. Zweimal. Boah, der ist echt geil. Aber den, das ist doch hier von. Sag mal schnell, von dem. Ja. Welcher? Der erste, den du mir geschickt hast. Der Schattenstab? Mhm. Den kannst du jetzt kaufen. Echt? War der nicht mal von der Instanz? Nee, keiner von denen ist von der Instanz. Okay. Ja, der mit dem. Ja, der mit dem roten Auge, der ist noch nicht. Du musst die alle geführt drücken, ne? Unten kannst du ja auf geführt drücken. Okay. Unten links. Okay. Dann sehen die Sachen schon ganz anders aus. Ah, der leuchtet noch, okay. Das hat mir nämlich gefehlt, das Bling Bling. Ja. Ja, das mit den Pflanzen ist voll eklig. Passend für Necro. Ja. Andruckstab ist auch ganz schön cool. Mit dem Schwarz und so. Mhm, Moment, Garderobe, ich hab noch mehr. Der hier ist auch ein geiler Necro-Stab. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Sachen sammeln. Auf einem habe ich. Wo ist er? Ja, da. Ja, den kenne ich. Todeswunsch, den kenne ich. Den habe ich auch schon oft gesehen. Ich glaube, den habe ich sogar selber irgendwo rumliegen. Der ist ja mal fett. Warum leuchtet denn der Innenraum von dem Stab so geil? Ist ja mal der Knaller. Der ist auch nicht teuer. Na, an dem Stab, den ich jetzt hier habe, an dem muss ich mich erstmal satt sehen. Ja. Der war auch teuer, ne? 600 Diamanten. Mein Lieblingsstab, den du gerade trägst, ja. So, also warten wir jetzt noch auf deinen Buddy. Also einmal hier die Farbe. Also die Farbe, die ich jetzt gerade an dem Kleid trage. Dieses Weiß, das habe ich heute bekommen. Für einen Moment. Oder wie heißt die Farbe? Die Farbe heißt, warte, ich guck mal eben. Also so heißt die Farbe nicht, sondern. So, Farbe. Wie heißt die? Glinzkristall. Ah, Glinzkristall, okay. War ziemlich cool. Ich hab vorher einen Gegenstand gekriegt, ich glaube fürs Tears Schatten heißt die. User joined your channel. Hey User. Hallo! Moin! Und der Gegenstand war doch. Ganze 86 Gold wert, ne? Hui. Danke. Ich hab jetzt neue Nägel. Ja. Nice. Neue Nägel. Ich mal gucken, ob ich damit überhaupt klarkomme. Das habe ich bekommen heute. Ich habe gesagt, ich hoffe, ich komme damit klar. Ich muss erst mal gucken, ob ich mit denen klarkomme. Und die sind auch ziemlich scharf. Scharf. Oh. Bissig. Normal. Was macht ihr? Wir wollten gleich FZ starten. FZ, wie lange dauert FZ? So lang. Ach, schon habe ich Zeit, circa. 10 Kann Minuten, ich mitmachen? 15. Klar. Ja, du kannst mitmachen. Ele, Negro, Negro, Ele, Ele. Ene, Mene, Mu und raus bist du. So. Damit willst du meine Nägel mal sehen. Ja, zeig mal ein Bild. Gefallen ist, glaube ich, meine
Herbstfarbenen fandest du, glaube ich, toll, ne? Der glitzernden. Mhm. Ja, jetzt ist das ganz anderes. Andere Form, andere Farbe, einfach alles anders. Einfach alles anders. Ja, ich hab jetzt Stilettos. Okay, die Stilettos sind abgeschwächter Version, weil ich Angst habe, dass ich mir nachts die Augen auspikse. Aber mein Freund wird durchdrehen. Ja, schlecht ist fotografiert, aber man kennt es, glaube ich. Hast du gesehen hier, Transportrunen zum Freund? Mhm. Die habe ich geschenkt gekriegt. Nice. Dann halt die Geburtstagsverstärker, ne? Wir sind nicht live, oder? Doch, natürlich sind wir live. Quatsch. Natürlich sind wir live. Hör sich eher, was ist los? Was bist du denn für ein Opfer, ey? Ich dachte, sagst du mal nix. Wird interessant. Ja, interessant. Ja. Ich will auch gar nicht wissen, was Kai jetzt ehrlich gedacht hat, was ich beim Nageln mache oder Sandro. Die haben sich das doch gedacht, oder? Ja, natürlich haben sie nur an deine Nägel gedacht. Ja, was? Wenn ich sage, ich gehe zum Nageln, ja, als ob ich... Ja, was? Ich gehe zum Nageln. Könnte man das anders denken? Hallo, wir gehen alle mal zum Nageln. So schlimm ist das nicht. Ich muss jetzt mal gucken, ob ist der Layer 44 wieder on? Nee, gerade erst live gegangen, ist noch keiner da. Sehr gut, perfekt. Hast du Glück gehabt. Können Sie dann bei YouTube gucken. Ich öffne schnell mal, bevor das Tor wieder schließt. Ja, ich nehme mal eben das magische Gespür mit. Bevor das weg ist. Ich sollte hier so einen Geburtstagsverstärker mal aktivieren? Wie lange halten die sich? Zwei Tage. Echt? Halten die so lange? Oh, ein Tag steht da. Wow. Ein Tag, okay. Okay, und wenn ich offline gehe, verfällt er auch? Nein, der wird quasi pausiert und wenn du wieder online kommst, geht er weiter. Also Echtzeit 24 Stunden, das ist cool. Oh, ich kann wieder deine Fresse sehen. Ja, ja. Oh nein, Kinder. Sogar ah ne, ich hab einen Stab gekauft. Du wirst ihn wahrscheinlich voll hässlich finden, aber ich poste ihn dir trotzdem. Okay. Ich will nur gute Kritik hören oder gar nichts. Du hast gar nichts zu meinen Nägeln gesagt. Also gar nichts. Okay, also entweder gute Kritik oder gar nichts. Und weiß ich jetzt auch nur nichts zu meinen Nägeln gesagt. Moment. Guck's mir an. Warum ist eigentlich unser Piccolo nicht in der WhatsApp-Gruppe? Ja, warum bin ich eigentlich nicht in der WhatsApp-Gruppe? Du hast WhatsApp? Die haben Steam. Nein, ich hab kein Handy. Ja, dann sag doch was. Ich will gleich mal die Nummer sagen. Ja, auf jeden Fall. Gott, was ist, wenn ich dann irgendwann berühmt bin mit einem meiner 1 Million Abonnenten? Dann habt ihr ja meine Nummer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, die sehen auch voll hip aus, oder? Die sehen echt cool aus. Ich finde die Farbe genial. Ist doch orange, oder? Ja, rot-gelblich. Das sieht, also es ist, ja, ein ganz, ganz gelbes Rot. Also ja, orange. Also drauf stand auf der Farbe stand rot-gelblich. Oder rot-gelb. Nice. Welchen Weg? Ja, ich wollte mal was anderes ausprobieren. Und das, was Sandro sagte, ich hatte die Nägel jetzt die letzte Zeit immer weiß oder halt so Perlmuttfarben, also dieses Weiß, was aber so leicht schimmert, wie auf dem, das jetzt zum Beispiel habe ich auch Perlmutt. Das Weiße da halt an der Seite neben dem Orange ist halt auch Perlmutt. Das wird aber halt nicht gelb, wenn ich rauche. Weil Weiß wird komplett gelb sofort, wenn ich rauche. Okay. Und für meinen Freund, weil der mag künstlichen Nägel auch nicht. Wobei es meine Naturnägel sind, nur ein bisschen Gel drauf. Ein bisschen wie, als wenn man Lack drüber kippt. Aber gut, den Unterschied kennen wir noch nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? War ich halt die ganze Zeit relativ schlicht wegen meinem Freund. Und jetzt braucht irgendwie, mir durstet es nach Farbe. Ja, ich komme mich gerade von dem Pink, durch, konnte ich mich gerade noch bewahren, ja? Als das Orange geworden. Mit aller Härte. Also hätte ich also über Pink gewählt, denke ich. Halleluja, und einer davon bin ich. Mann, bist du berühmt. Ja, ich weiß. Und wir haben bald deine Nummer. Unglaublich. Oh, warum Oh, Isis ist eklig. Ich kann doch nicht spielen. Was ist? Ich kann jetzt doch nicht spielen mit den Nägeln. Dann machst du wieder weg. Geht nicht. Der Prioritäten setzen, ja. Vor allem die Länge war halt wie vorher auch, dass sie halt gefeilt sind und gerade. Ja, aber klar.
muss damit mal deinen Freund kratzen. Was, das mache ich regelmäßig. Du glaubst gar nicht, wie auch wie scharf die gerade gefallenen auch sind am Anfang. Die werden ja nur. Richtige Krallen, ne? Ja, du hättest das Foto gesehen, wenn du was machst. Ja, wenn ich dabei wäre. Steht voll auf Fingernägel. Wenn das Wörtchen, wenn ich da. Dann gib mir deine Nummer, ich füge dich an, ich kann nicht rein. Gib Kevin deine Nummer, ich füge dich hinzu. Dann habe ich deine Nummer auch. Dann kann ich dich lachen, halt. Dann habe ich einen Stalker so gesehen, ne? Ja. Ja. Toll. So. Läuft. Vor allem, ich finde das halt, ich finde halt diese komische Denkweise. Also es gibt Männer, die stehen total auf gemachte Nägel. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich war früher nie ein Fan davon. Mittlerweile bin ich seit 2 Jahren nicht mehr ohne, weil es ist einfach praktisch. Du kannst mit den Dingern Tapeten von der Wand kratzen. Geil! Davon träume ich, dass ich das kann. Nein, aber es ist halt so bei der Arbeit, bei mir brechen die halt immer schnell ein oder die reißen ein, ja? Und dann reißen die halt komplett ins Nagelbett. Weißt du, wie das weh tut? Wenn die Nägel ins Nagelbett reißen? Ja, ich weiß das. Komm mal vorbei, ich mach das dann mal bei dir. Das ist übel, das tut saumäßig weh. So, und seitdem ich halt diese Verstärkung... Es sind ja keine künstlichen Nägel, sondern es ist einfach halt... ja, mit UV-Gel halt verstärkt. Einfach nur ein bisschen stärker gemacht. Und seitdem keine Probleme mehr. Okay. Ist einfach geil. Moin Voltway! Ja, heute ist der 3. Geburtstag von Guild Wars. Der 3. Geburtstag? Der 3. Geburtstag. Ich habe heute schon meine ganzen Geburtstagsgeschenke eingesammelt. Was genau hast du jetzt bekommen alles? Also ich habe auf jeden Fall diese Verstärker bekommen. Ja. Für besseren Loot und sowas alles. Und dann habe ich noch diese Transportrunde bekommen, damit ich mich direkt zum anderen Spieler teleportieren kann. Du musst den komischen Layer, das ist nur einmal. Hm? Du kannst dich nur einmal zu einem Spieler teleportieren, oder? Fünfmal. Aber dann ist immer einer aufgebraucht. Ja, ja, dann ist einer aufgebraucht. Und einer davon bin immer noch ich. Oder? Dann kommen die dann wieder. Okay. Ich bin auf die Akolyten. Oh mein Gott. Now, Forest, now. Da hinten ist auch noch einer. Ja. Easy. Target. Aua, der hat mich ausgenockt. Ouch, ja. Die Spuchtel. Ich bin auch kurz vorm Verrecken. Ich versuche jetzt noch abzuhauen. Alter, wie kriegt ihr eigentlich diese Drehung hin mit der Feuer 4, dass ihr so wegkommt? Ich kann das nicht. Bin das so wie du es gerade gemacht hast. Ja, aber richtig. Voll langsam, voll slow motion, weil ich nämlich das drehen muss. Voll und keine Ahnung, slow motion. Slow-mo, Mann. Aber ich Kevin, ich finde wenigstens schön, dass du wenigstens in der Gruppe tust. Aua. Ich wie hast du mich? Schreiben sollen. Das sind nur negative Kommentare da. Das ist Acker. Oh. Ja, ich liege. Wo liegst du? Kein Problem, wir haben es gleich geschafft. So, und dafür müssen deine Zuschauer, deine Viewer jetzt alle gehen. Man guckt keinen Noobs zu, bei Noobs lernt man nichts. Gegen Nummer 1. So. Eigentlich müsste Kevin jetzt anfangen zu streamen. Kaya, seid ihr wohl auf? Hab ich auch gehört. Ich schicke eine Eskorte. Naja, ich würde es auch gerne mal machen, aber ich bleibe noch. Wegen mir haben und ich habe übrigens mein Passwort immer noch nicht rausgefunden. Ich weiß mittlerweile, wie ich heiße, aber ich habe nicht zu spät. Ist es nicht. Ich weiß, wo sie ist. Und ach ja, und einen Todesstoß habe ich, glaube ich, auch bekommen. Ja, aber was für einen? Wahrscheinlich nur auf Zeit, ne? Also Moment. Nur so und so viele, begrenzt auf Menge. Nee, ich glaube, der war... Warte mal. Poste mal. Also ich zum Beispiel diese hier. Kann ich die posten? Mach's Geld. Wieder ging der Todesstoß. Hier! Moment. Kann ich den einfach so posten? Wie kann ich den denn posten? Sag doch einmal, wie er heißt. Geburtstagstodesstoß. Davon gibt's einen! Ja. Der ist und auch da, da steht auch. Ach, Geschenktodesstoß oder was? Jo. Ich hab's geschenkt. Geburtstagstodesstoß steht bei mir. Ihr solltet ja vielleicht mal kommen, nämlich. Oh, ja.
Entschuldigung. Also ich habe das Geschenkding jetzt, aber bei, steht da bei dir eine Zahl drin, weil dann ist das begrenzt. Ich habe zum Beispiel Geburtstag Geschenkdings nur auf 35 Mal. Okay. Dann ist der halt weg. Muss ich gleich mal gucken. So. Ach, hier ist schon frei, das ist gut. Irgendwas. Da fehlt noch eine Kuppel, Leute. Wir kämpfen, wir sind frei. Wer fehlt denn noch? Ach, Piccolo. Hallo. Nee, rechte Kuppel, rechte Kuppel. Ja, ich vorne rechts, vorne rechts. Ich bin vorne rechts drin. Ich bin vorne drin. Du siehst hier, komm hier Säule. Pico, kommst jeder hier. Muss komm, unter hier. Einen. Bleib hier drunter, Pico. Bleib unter meiner okay. Kuppel. Okay. Ja, und das war's mit meiner Macht. Ja, was soll ich denn machen? Sorry. Dachte, vorne rechts dachte ich durchrennen rechts. Ja. Nee. Also siehst ja vier Kuppeln. Und jeder ja, ich weiß. Einen. Jeder muss eine nehmen, das weiß ich. Aber ich habe nicht gesehen, ja, dass hinten rechts einer drin ist. Ich bin gleich down. Also ich bin gleich für immer down. Jetzt bin ich für immer Forever down. Forever alone. Ja, weil er es nicht geschissen kriegt da, Mann. Das ist eine scheiß Kuppel. Okay. Tut mir leid, voll sorry. Dafür belebe ich dich wieder, komm. Macht ein Gold. Guck hier, guck. Beleb dich wieder und sterb dabei. Vielleicht nur für dich. Vielleicht tötest du sie, haben alle keine okay, Leben mehr. Dann mach ich sie platt. Einmal mit Profis. Ja, du hast vollkommen recht, mein Lieber. Du hast vollkommen recht. Oh, guck mal, Leia ist auch wieder da. Hey, Leia! Hey, Leia! Mahlzeit! Schule aus, oder was? Guck mal, ich beleb dich sogar wieder. Jetzt kannst du doch nicht mal mehr meckern. Du willst mir nur unter den Rock gucken. Natürlich, deswegen bin ich hier. Ja. Der einzige Beweggrund hier. Mein Gott. Okay. Jetzt fett. Boah, aber lange dich aufzuheben. Ja. Weißt ja, woran das liegt, ne? Übergewicht? Nein. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt, mein Lieber? Er hat mich umgehauen. Eisbogen. Eisbogen liegt. Ja, bei mir auch. Also bei euch auch. Ich will keinen Eisbogen. Dann steckt dir doch sonst was rein, Mensch. Kaiba ist nicht mehr online, oder? Ich guck grad mal. Nee, Kaiba ist schon ewig nicht mehr online. Volkwurschwert kommt, Volkwurschwert liegt. Also ich hab leider frei. Wollen wir nicht noch eine Runde mitnehmen? Bin getarnt. Runde. Nein, du hast ohne mich gemacht. Nein, Gott, du kannst doch nicht Zwiebelgarten ohne mich machen. Aber es hat war so rentabel. Welchen Weg hast du denn gemacht? Beide. Oh. Aber wir können gern was anderes machen. Zum Beispiel FZ Part 2. Ja, huhu. Wir müssen den Zuschauern nochmal was anderes bieten als dieses schreckliche Dungeon. Knödelhuper? Sei mir gegrüßt, Knödelhuper. Ja, genau. Wir machen das einfach mal aus. Doch, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment oder eine Beleidigung war. Mhm. Du sollst mal auspacken. Also deine Möpse. 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 So. So, liebe Zuschauer, das war FZ. Sehr schön. Ja, ratzfatz. Jetzt könnt ihr alle wieder ausschalten. Gut, dass wir alle Profis waren hier. Was schreibt der, ihr geilen Schweine? Ja, Zwiebelgarten, man. Kennt ihr Zwiebelgarten nicht, oder was? Ha? Zwiebelgarten! Frag doch deine Zuschauer mal, was die sehen wollen. Was wollt ihr sehen? Welchen Dungeon sollen wir machen? Naja, die antworten sowieso nicht außer oink oink und och nö. Also ich wäre dafür, diese sechs Zuschauer hier zu gucken, bei einer. Sieben, es sind sieben, ja? Das bin ich. Ja, das ist egal, ich bin auch einer davon. Achso, siehst du. Also hast du nur fünf. Also von daher werden diese fünf Leute alle Zwiebelgarten schreiben. Ausrufezeichen bitte nicht vergessen. Zwiebelgarten, Zwiebelgarten, nein. Was wir denen natürlich zeigen können, ist, wie wir zum Beispiel ZG zu dritt machen oder so oder zu zweit. Ja. Ja. Alle die davon. Können wir auch lassen. Wir können dann AC zu dritt machen. Aber AC haben wir schon gemacht. Zwiebelgarten, ja. Zwiebelgarten. Zwiebelgarten. Toll, toll, toll. Ist jetzt nicht die beste Uhrzeit zum Zwiebelgarten verkaufen? Ich hab vorher schon verkauft. Ich sag, verkaufst du nochmal. Geld stinkt nicht.
Ja, okay, krieg ich dann einen Teil? Finde ich super, danke. Alter. Ja, was? Kevin. Bitte? Alpha Kevin. Alpha Kevin. Riecht sich das schon rum? Kennst du das Alter nicht? Kevin. Das ist Alpha, das ist Jugendsprache. Alpha Kevin ist ein Jugendwort Alpha 2015 und Alpha Kevin. Knödelgarn, siehst du, er will Knödelgarn spielen. Knödelgarn. Finde ich gut. Alpha Kevin ist ein Jugendwort und heißt so viel wie der. Das Alpha-Tier der Volldeppen. Also der Oberdepp. Der Oberdepp. Alpha ich dachte, das ist ja halt schon mit Kevin. Naja. Wir haben den Zugang zur Flammenzitadelle freigeräumt. And leave your head also wie gesagt, ich habe jetzt noch ein kleines bisschen Zeit, wenn wir noch was zusammen machen wollen, so, shakey, shakey. Wie lange hast du denn noch Zeit? Shake. Ich muss um 7 bei meiner Freundin sein. Oder 7:10. Es reicht auch, wenn ich um 7 losfahre, aber das ist schon ganz... Knapp, sagst du. Ja. Ja, mir egal. Läuft. Alpha Kevin ist breiter als der Türsteher. Ah ja, der war nicht so gut. Üben wir noch mal oder Google noch ein bisschen. Also, ich höre. ZG oder UDB oder FZ Part 2. Mir Wurst. Ara zu dritt. Was wird Tico denn machen? Ara zu dritt. Weg 3. Nein, seid ihr irre? Nein, bloß nicht. Ja, es dauert zu lange. Ara dauert doch nicht lang. Nein. Part 3. Ja, alles klar, Lea, bis später. Nein, lass uns irgendwas easygoing machen. Irgendwas, was nicht so, ne? Und doch toll ist. Warum ist denn eigentlich auf der Verlies. Achso, Fraktal ist das, okay. Ich hab nichts gesagt. Also wir können UDP machen. Danke für deinen Follow, Knobel Han Huber. Ich komme um 7 wieder. Tschüss, Leia, ich hab dich auch lieb. Lern mich in die Schule. Damit du mal was wirst. Und nicht so wie wir Gamer, die vorm Computer sitzen. Und das aufnehmen. So. Ja, erzähl, hau raus. Was sollen wir machen? Also hier in dem Ding ist, war ich auch noch nicht drin. In den Zwielichtsgarten in heute. Was? Ja, also wir hätten Zwielichtgarten zur Auswahl, UDB. Wir können auch mal Chaotikus Anwesen machen. Das wäre mal eine Abwechslung. Jo, da war ich auch noch nicht drin. Seit ich wieder noch angefangen habe. Achso. Ja, ich habe gehört, dann soll sich eigentlich verändert haben. Chaotikus ist so. Ja, jetzt zählt der Bogen. Also, mal was anderes. Jumping Puzzle! Du meinst das Puzzle, wo ich einfach die ganze Zeit nur abstürze. So, ich schmeiß jetzt erstmal wieder eine Runde Punkt an die Zuschauer, die gerade da sind. Ihr könnt wieder Pico-Points sammeln. Pico-Points. Was bringen denn diese Punkte jetzt? Ohne Scheiße, ich raff's nicht. Eine Nacht mit ihm. Eine Nacht bei mir Nacht bei Skype. Also wenn er eine Nacht schon verschenken muss, ne, dann... Und bei 1 Million Pico-Points kannst du sogar eintauschen, dass ich eine Stunde ohne T-Shirt spiele. Also das ist, ne? What the fuck? wo steht der Scheiß? Nirgendwo. Wo steht hier, was man mit seinen scheiß Pico-Points macht? Das haben wir letztens beschlossen, so im Livestream. Da wollten alle, dass ich mein T-Shirt ausziehe. Da habe ich gesagt, bei 1 Million Pico-Points, wenn ihr 1 Million Pico-Points bei mir gesammelt habt, dann T-Shirt aus. Ja, aber die Sache ist, erstens würde man davon nichts sehen, außer deinen üppigen Busen. Ja, ja, deswegen werden wahrscheinlich auch gesperrt dann. Das ist blöd. Weil Brüste darf man ja nicht zeigen hier. Verdammte Scheiße. Das ist dann immer so der Nachteil bei so einer Geschichte. Dann kriegst du halt meinen Account. Ich weiß nur das Passwort nicht mehr. So, wo gehen wir hin jetzt? Ja, was möchtest du machen? Was ist hier? Kennt ihr. Kann meine Meinung zugucken? Kennt ihr. Kann man nachgucken, wer dir zuguckt? Ich kann das, ja. Ist Leia jetzt weg? Nein, noch ist er da. Wahrscheinlich AFK oder so. Ich glaube, er hat einfach nur so das Gefühl. Also, Pico, was willst du machen? Wir machen jetzt Zierde der Wogen. Keine Ahnung. Oh, Halleluja, okay. Ja, nicht? Ist das übel? Ist das gut? Ist das schlecht? Zierde der Wogen, da wird immer besoffen. Ja, nee, lass machen. Komm, lass machen. Ja, okay. Dann lass verkaufen, zu dritt, oder? Also, alle Zuschauer, die Probleme mit Kreislauf und Herzprobleme haben, bitte nicht weitergucken. Bitte nicht weitergucken. Oh Gott, da war ich noch gar nicht drin in dem Ding hier. Geil, da wollte ich schon immer mal rein. Weil ich mag das hier, Schneiz. Ich finde das cool. Also, nein. Ich liebe Schnee. Da wird mir mal schlecht bei. Ich liebe Schnee.
Warum wird der schlecht dabei? Ja, das siehst du gleich. Darum habe ich ja deine Zuschauer vorher gewarnt, dass sie sich noch... Okay. Ja, Wolfey? Was los? Vielleicht liegt's auch nur daran, dass sie nichts verträgt. Ja, das altbekannte Vorurteil, Frauen vertragen es. Alter, ich sauf dich unter den Tisch, Mann. Renn doch eine Runde Frank. Fatale, Frank? Renn doch eine Runde Frank. Frank. Das ist Frank. Was ist Frank? Ist Frank. What? Wer der Frank? Welche Tür ist das? Schön. Ich liebe Schnee. Schnee. Ah, doch, hier war ich doch schon mal drin. Kommt doch ein bisschen bekannt vor. Welchen Weg? Eins. Machen wir zu dritt, oder wie? Ja, wir verkaufen. Und jetzt, da ich den Spaß schon gestern solo machen durfte, weiß ich genau, was zu tun ist. Voll. Aber mir wird jetzt schon wieder schlecht, ne? Ich finde das so ekelhaft. Zu schlecht damit in den Warum, weil das alles so schief und schräg ist? Ja, weil das alles ätzend ist hier. Ah, das ist doch voll geil. Ja, ohne Scheiß, guckt euch das an, Jungs. Guckt euch das Leute, an. Leute, wir laufen gleich hoch und zerstören diese zwei... Was machen wir? Wir zerstören diese zwei verdorbenen Eistürme. Einer rechts, einer links, beide kaputt machen, hochlaufen. Okay. Ich bin verkrüppelt. Und nicht dabei sterben, glaube ich, ne? Ja, wäre ungünstig. Eins, Bumm. Nein! Ja. Also sterben war jetzt nicht so cool, hab ich gehört. Wieso kriegt das Target nicht? Mach das Target kaputt! Ja, zu spät. Komm, das kriegen wir noch hin. Ja, das liegt alles daran, dass es so schief ist. Ich hätt's beinahe hingekriegt, nur ein bisschen hat mir gefehlt. Okay, Leute, das war richtig, richtig. Richtig das fail? Richtig, fail. Richtig das war fail. Richtig gut, das ist total normal. Das ist, so läuft das immer hier. Ne, den Scheiß habe ich sogar allein hingekriegt. Ja, warum jetzt nicht? Echt mal. Fickt euch. Was hat dich aufgehalten? Wir haben ja noch den Akku auf uns gezogen. Das ist immer gut geschafft. Unglaublich. Antwortet darauf nicht, Kevin. Gibt ja uns die Schuld dafür. Da haben wir gar nichts gemacht. Durchlaufen. Ja, wenn ich nicht verkrüppelt wäre, würde ich das sogar tun. Gib dir Leben. Speed. Hab ich schon. Aber danke. War ja nett. War ja nett. Ja, ich liege. Zurück und holen. Ich komm zu dir. Scheiße, ich hab's fest. Ach, leck mich. Sorry. Nee, also, ich kann's gar nicht mehr. Ja, ich kann wahrscheinlich auch besser laufen, wenn ihr nicht die ganze... Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Frag mal den Toten. Frag mal den Toten. Warte, du musst vielleicht... Schon wieder platt. Krieg ich vielleicht noch hoch. Hä? Ja, da musst du dich aber beeilen. Okay, nein, ich meine einfach liegen bleiben kurz. Okay, ja. Die kommt zu einfach dir, die mögen bleiben. Dich. Ich lieg hier, das sieht echt irgendwie ein bisschen gerade... Ich weiß ja nicht. Strange, komisch, behindert. Oh ja, behindert würde ich sagen. Ist das? Das ist Zierde der Wurm, Part 1. Ja. Wer das jetzt gefragt hat. Sieht er mich halt nicht an. Knödelhuber. Ja, irgendwie so. Irgendwas mit Knödel. Knödelhuber. Bis gleich wieder. Voll der geile Name. Ja, das hat Stil. Besser als Layer 44. Du hast es aber auch mit Layer, oder? Ach komm. Nur weil er immer was geschrieben hat. Nein, das liegt daran. Es gibt Männer und es gibt Männer. Ja. Ach so. Jetzt wissen alle Bescheid. Dankeschön. Bitte. Kommen die nach? Nee, gut. Ich stehe halt so ein bisschen mehr auf Mann mit, naja, mit Eiern. Mit Eiern? Ja. Kochonis. Halt stehen. Kochonis, genau. Da kommt der Portugiese in dir hoch. Der nie ein Teil meines Lebens war. Du kannst Portugiesisch? Nö. Ich hätte okay, Spanisch. Leute, mir einfach mal kurz nach und euch nicht. Kann ich mich vielleicht erstmal retten? Vielleicht so? Ich weiß noch nicht mal, wo das Land liegt. Was sollen wir machen? Mit Land. Und nicht runterfliegen. Wohin? Zu dir da? Ja, mit einer Dodge-Rolle. Dodge-Rolle? Ja, Leertaste und Ausweichen gleichzeitig. Ah! Ich bin runtergefallen, ist das schlimm?
Ja. Sollst du noch? Du kannst auch hinten? Zu mir kommen. Du kannst auch zu mir kommen hier. Wo bist du denn? Ich bin über die Brücke gelaufen und dann hier auf. Ja. Hier, lauf mal die Treppe hoch. Na, wo bist du denn? Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Au! Was hat mich denn erwischt? Okay. Nö. Aber wollt ihr mich rollen oder was? Nein. Ich hab gehört, wir machen das du. Voll der Fail, Mann. Komm, komm, entzieh ihm das Leben, mach schon. Braves Hündchen, braves Hündchen, komm, noch ein bisschen, noch ein kleines Stück, komm. Helf ihm doch einfach. Jawohl. Hat doch, ja, ich hab gerade die Viecher getötet. Weil Kevin möchte dir nicht helfen. Was wollte ich nicht? Ach nein, ja genau, fiel mich einfach mal weg, ey. Ja, das war der Troll, der greift jetzt übrigens schon an. Ja, einfach auf den Troll drauf. Ja, toll, der hat auch mich in der Agro, der kleine Spaß. Wer bin ich denn? Boah, ja genau, mitten im Sprung, Alter. Hast du das gesehen? Nee. Ich sag ja, Jungs, ihr solltet... Alter! Oh Mann, ey. Oh, nee, hey, Eminix, alles klar bei dir? Schön, dass du wieder da bist. Ich bleib einfach mal hier liegen. Ich chill mein Leben. Einfach draufpratzen, Anni. Ja. Und stell dich vielleicht nicht... What the fuck? Was machst du denn? Ich wollte mich die ganze Zeit healen, aber irgendwie habe ich es nicht geschissen gekriegt, den Knopf auf mich drauf zu drücken. Was? Ich habe meinen Regen nicht auf mich drauf bekommen. Mein Gesier auch nicht. Ja, weil der, guck mal, der unterbricht immer. In dem Moment, wo er dieses Zeug nach uns wirft, ne? Einfach kurz nach hinten ausweichen. Ja, aber ich hab Arcanes Schild drauf und ich krieg... Arcanes Schild bringt dir nichts. Ja, merke ich auch. Danke für die Vorwarnung. Mitten im Sprung, ey. Unglaublich. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Wo bin ich denn? Achso, ich bin in meinem Viech. Oh Mann. Der kommt nicht runter? Wieso geht der nicht runter? Alter, für ein Arsch. Wieso geht der? Hättest du mir auch sagen können, dass der nicht wegläuft. Nee, meine. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, Knulluper, manchmal bin ich halt auch nicht so der Hellste hier. Ich habe doch einen Elementar gespawnt und ich wusste nicht, dass er hier nicht runterspringt. Achso. Achso, wolltest du wegfielen? Sau. Ja. Boah, ey. Der nervt ja richtig. Das ist eine Erdrüstung. Ne, du hast die Erdrüstung. Ja gut, eigentlich war das ja nicht schlecht. Ich wurde ja einfach nur mitten im Sprung attackiert. Eigentlich war es ja gar nicht meine Schuld. Nein. Nein, das war überhaupt nicht meine Schuld. Das war ein Schicksals... ne? Nein, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Das sind nicht die Druiden. Guter Vergleich. Ja, war klar. Sorry, mein Fehler. Natürlich. 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 Also ich kann dir sagen, meiner war es nicht. Wollte ich nicht. Ich habe eins gedrückt. Das liegt an den neuen Fingernägeln. Ich kann nichts dafür. Oh. Neue Fingernägel. Okay. Oh ja, ich krieg aber auch gleich wieder auf die Fresse hier. Nix Neues. Ich ziehe mal meinen Kollegen nach unten. Reflektiert bekommst. Und. Insufficient permissions. Oh, ich darf den gar nicht ziehen. Schade. Ja, merkst du was? Ich habe keine Rechte im TS. Ich kann's kurz machen. User was moved to your channel. Moin! Ja. Na? Micha, du kannst wieder nicht sprechen. Oder du sprichst nicht. Nachdem. Achso, er macht sich eben Kaffee. Also, dauert einen Moment. Was macht er? Er macht sich einen Kaffee. Ja, wie ihr seht, ne, seht ihr nix? Wie ihr seht, seht ihr nix? Wie, man sieht nix? Außer ein Hund, der anscheinend über... Ein Hund, das ist ein Troll, Kollege. Was, Troll? Nein, ich meine um den Wolf. Nee, er meint da einen Wolf. Der Wolf, der ist gerade über die... Da. Nee, jetzt nicht. Aber der ist gerade über die Brücke, also nach rechts gelaufen. Anni, halt dich mal. Ja, kann ich doch nicht, wenn er mich ständig, wenn ich mich heile. Ich schaff's doch auch! Ja, schön, du bist auch Kevin! Ja, was soll das heißen? Ich bin Alpha Kevin.
Ja, mit Sonderrechten. Man muss das irgendwie ausgleichen. Ach, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Der Preis ist hier ab. Wir müssen jetzt 10 Minuten fertig sein, ne? Habt ihr gelesen? Wir bekommen es aber nicht verkauft in der Zeit. Also machen wir es gerade umsonst, finde ich auch gut. In 10 Minuten wird eine neue Version zur Verfügung stehen. Was heißt das? Dass es gleich ein Update gibt. Das heißt, wir fliegen aus dem komplett aus dem Spiel raus? Nein, das heißt, dass wir keine Gruppe mehr suchen können. Okay, na toll. Kommt genau richtig, ne? Ja, sicher, das war ja klar, ne? Ich meine, ich lieg im Dreck, 10 Minuten nur noch. Passt. User joined your channel. 18.000 Leben gehabt und trotzdem gestorben. Hey, User. Ja. Moje. Hallo, User. Nee. Schau. Leckt er so oder leck ich so? Er leckt. Ja, du bist übelst am Lecken. Hey, User joined your channel. Wolltest du das nicht ändern? Ah ja, für dich, ne? Wollte ich ja extra. Nur für dich wollte ich das ändern. Warte mal, ich guck mal eben. Nur damit du dein Gewissen wieder hier. Wie geht denn das nochmal? Weiß ich gar nicht. Guten Tag zusammen. Moin, Flippy. Nee. Nee. Okay, nicht Flipside. So nicht. So nicht. So, ja. Und? Bist schon drin? Nö. Im Spiel du ja. Du kannst aber, hier der Wogen mitmachen, wir kriegen's eh nicht. Ach nee, du bist ja. Ja, sorry. Der neue Version. Ja, kommt gleich. Die daten gerade den Dungeon ab, wo wir drin sind, das ist ganz toll. In 10 Minuten haben wir noch Zeit, um den Dungeon zu schaffen. Daten noch nicht easy, den Dungeon ab. Daten alles, daten alles ab. Kein Dungeon-Update. Ja, dann sollen die halt alles updaten. Also fliegen wir doch aus dem Spiel. Wir fliegen nicht aus dem Spiel. Chillax. Nein, wir können ganz normal. Ja, wir können ganz normal zu Ende machen. Aber wir können halt nicht verkaufen, weil dann. Ja. Oh, ich kann kaum zwei Hits auf den machen, ne? Und was ist, wenn wir warten, bis sie wieder reinkommen, oder ist es dann wegen dem Versionsunterschied nicht möglich? Wir müssten jetzt selber warten und dann nochmal starten, wenn ihr verkaufen wollt. Dann müsst ihr den Scheiß halt nochmal machen. Das schaffe ich nicht mehr. Nee, schaffe ich nicht mehr. Ja. Dachte ich mir schon. Soundpacks. Ah. So, jetzt müsste es wieder dann weiblich würde ich, sein. Dann würde ich lieber. Das wird auch mal Zeit hier. Ach so, mich lässt du oben liegen. Warum hast du mich nicht oben erst gerettet? Hey, komm zurück. Warum hast du mich nicht zuerst gerettet? Ihr dürft zusammen laufen. Deshalb rettet sich die nicht. Zusammen könnt ihr schneller, besser laufen. Also wieder von ganz vorne, ja. Ja, sonst läuft alles ganz gut bei mir, ja. Geht so. Ach ja, wir sind übrigens live, ne? Nur so zur Information. Wir sind im Livestream. Na, klasse. Aber es werden immer weniger Leute. Der eine, der kommt erst um 7 Uhr wieder, weil ich dann weg bin. Also wir können gleich, können wir dich einladen, dann können wir was zusammen machen. Welches Level hast denn du jetzt? 80. Doch, 80? Ja. War eigentlich irgendwo ein Port? Du bist schon vorgelaufen, ohne mich? Und ja. Tot. Close enough. Okay, das wird jetzt echt interessant. Hoffen wir mal das Beste. Wenn du alleine läufst, hast du bessere Chancen, finde ich. Okay. Weil der eine läuft vor, macht die ganzen Kreise, ne? Ja, das stimmt, der andere läuft rein. Du läufst quasi rein, ja. Ja. Komm. Ich brauch einen. Lass mich nicht mehr. Okay, hier bin ich schon mal durch. Heilung. Wieso willst du mal, dass ich sterbe, Kevin? Ich bin doch hier. Ich will doch nicht, dass du stirbst. Nach dieser Pritsche bin ich safe, ne? Nein, da kommen noch die Hunde. Anni. Oh. Ja, aber erstmal safe hier hinten, oder? Ja, hier bin ich safe. What the fuck? Ich will wieder auflaufen. Wann drehen die denn um? Muss ich über die Brücke oder muss ich einfach nur runterspringen und unten nach rechts oder so? Leute, die sind doch abgedreht! Sorry, aber die waren abgedreht. Okay, das krieg ich hin. Schön tot noch. Oh fuck. Fuck, nein, ich wollte hier nicht runter. Nein, bitte nicht. Okay, das wird lustig.
das Boot und töten alles. Hier habe ich Ruhe. Mal hin. Ach, da seid ihr. Habe ich eingeholt, glaube ich. Wo ist denn hinlaufen, Herr Gott? Ah, ja, genau. Ist dann nicht einfach. Herr, wo bist du? Auf die Karte. Da, wo du eben warst. Da drin. Ich laufe dir einfach mal hinterher. Du pullst gerade so schön alles. Ich glaube, ich pull alles, was ja, du hast wirklich... Ich glaube, du hast wirklich alles gepullt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, verdammt. Ich hasse dieses Kack-Dungeon. Der Schwein hat es aber vorgestellt. Ich habe nur alle möglichen Sachen gesagt, die nicht unbedingt FZ sind. Die Kunst kannst du bei mir begleiten. Siehst ja, ich mache dir Videos. So, wohin? Alter, warum, wohin da? Warum gehen die nicht zu dir? Wie ja, kommen wir darüber? Gehen, wo du willst. Wohin kommen wir darüber? Kill die! Wen sollen wir killen? Die bei euch. Markiere ja, den Punkt. Das ist doch so easy. Ich schicke dir einfach zu der Minute. Bitte? Rennst du jetzt echt ernsthaft zu ihm rüber? Ja. Das ist so eine Dreistigkeit von ihr, ne? Ah, so geil, ey. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, also, ja, natürlich, natürlich. Lassen. Ich versteck mich hier einfach jetzt hinterm Schrank. Ich wollte dich nicht verrecken lassen, ich hab dich verrecken lassen. Nee, ich bin wieder auferstanden. Wegen ein paar Eisbögen. Beim Champion bist du nicht wieder aufgestanden. Ja, ganz lange ist es zurücklaufen. Also jetzt wird das hier irgendwie nichts. Warte. Soll ich euch helfen? Wollt ihr jetzt... Bleib doch noch eine Runde stehen da. Ja, ich wollte erstmal ausruhen. Komm jetzt rüber zu euch. Ja, wer macht das Solo, hat er doch gesagt. Hab ich schon, ja. Soll ich die jetzt umbringen hier oder nicht? Ja, kill die. Die sind unverwundbar. Na super. Einer ist weg, zwei sind weg. Was kommt, wenn sie alle schon halb tot sind? Alle sind weg. Was denn? Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist, ey. Die gehen ja voll easy. Einfach wegkloppen hier, ey. Wahnsinn. Dafür braucht ihr so lange? Gut, dass ihr mich habt. Hast du eigentlich eine Freundin? Natürlich. Natürlich nicht, meinst du? Ich kann verstehen, warum. Ich meine, meine Freundin hasst mich auch davon ab, ne? So ist es ja nicht. Aber so muss das sein in der Beziehung, das hält sie frisch. Ja, ich kenne das, ich schlag meinen Freund echt im Reich. Ja, normal. Ja. Ihr Frauen seid so. Ja, normal. Was darfst du, warum meine Nägel jetzt so spitz sind? Weißt du, dass ich ihn nochmal, bevor ich ihn so weit schlage, nochmal komplett in den Rücken aufreiße? Ja, ihr Frauen macht das gerne, ich weiß, ich weiß. Okay, jetzt haben wir erstmal den kleinen Platz. Wenigstens mal ein Profi hier. Gabum TS? Nee. Ich bin gleich tot. Eisbogen liegt. Ja, komm schon. Wieso spielt Kevin eine Frau? Weil er immer schon mal weiblich Vorzüge haben wollte. Lol. Nein, die Frage war eigentlich, warum... 30 Sekunden später. Ist der wirklich Kevin? Ah, ich geh mal eben hier out of order hier. Ja, da steht, wieso spielt Kevin eine Frau? Hallo Gabi, sag mal was. Weil wir es können. Wir können hier unsere weiblichen Züge voll ausleben. Ja, das ist der Brustneid. Der Brustneid, ich seh's voll in deinen Augen. Nee, ist einfach, Leute, ganz simpel. Warum solltest du die ganze Zeit Männer ausprobieren? Ganz ehrlich? Ich bin froh, dass ich keine Brüste hab, ey. Du hast doch welche. Guck doch mal. Ja, nicht. Aber die sind nicht ganz so groß. Plan wie D-Körbchen. Oh, wir sind zu viert. Wie ist denn das passiert? Das merkst du jetzt!
Ja, hallo? Schon eine halbe Stunde drin. Hier, ich mach jetzt mal Schaden. Ich fress die Viecher. Doch, der Schaden kommt nicht von dir. Klar kommt er von mir. Von wem sonst? Ich würd mal auf unseren Krieger tippen. Komm, steh wieder auf. Du kannst nicht rumliegen. Warum nicht? Geht nicht, klar. Ich hab die ganze Zeit gemacht. Ja, aber bei mir ist das was anderes. Ich hab Privilegien. Für den Messmann passt, für den Nekro passt der Stab aber nicht. Wieso? Schön im Pink ist der geil. Ich meine, jeder hat seinen Fetisch. Warte mal, was ist los? Jetzt da runterspringen oder was? Kiste looten. Ja, ja, Kiste habe ich schon gelootet. Das war gestern. Muss ich auf den Balken, oder? Das ist so dieser Noob-Filter hier, oder? Ja. Und das Wasser, aber egal, du hättest reinspringen können, wo du willst. Ja, ist mir egal. Ich wollte den Balken nehmen. Aber keine Ahnung, wo ich hin muss. Ansonsten geht's nicht. Ich auch nicht, wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin, Jungs? Weit weg. Sollen wir wieder alles pullen hier und mitbringen? Away. Ja, bitte. Wieso komme ich jetzt hier nicht... Ah, doch. Ich dachte schon. Ich muss sagen, warum kommt die da hoch und ich nicht? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Bist du... War das nicht richtig? Weiß es nicht. I don't know. Ja, wie, ich versuch's gar nicht. Ich habe Maps. Wir müssen hier runter. Nee, ich will nicht. Gebt dem Piccolo endlich sein GS. Ne, hier ist eine Sackgasse. Du läufst total falsch. Deine Mutter läuft falsch, Junge. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich diesen Weg hier gelaufen bin? Naja. Ich glaube, wir müssen. Ja, ich glaube auch da lang. Ach, jetzt glaubst du das auch? Ja, ich glaube, ich habe da vorhin so Schattierungen langlaufen sehen. Ich glaube, wir müssen da hinten lang. Ja, Portal, da geht's weiter geradeaus. Könnte hinkommen. Ja, toll, jetzt liege ich. Kannst ja, ich auch. Nichts Neues. Nee, deine Mutter! Ich lieg doch nicht. Nimm doch hier einfach den Port. Brauch ich dich nicht anheben. Wir haben die Torwächter schon platt gemacht. Ja, der Mister ist ein Feind. Sauber. Ja, aber weißt du, die machen alles ohne uns. Ja, ne? Unglaublich. Die sagen uns noch nicht mal wohin und so. Frech halt. Gehen einfach vor. Hier ist ein Eisbär. User left your channel. Er ist gegangen. Ciao, Micha. Kein Bock mehr auf uns. Wir labern ihn zu viel Müll oder wie war, soll ich das verstehen? Ja, so darfst du es verstehen. Okay, läuft. Ja, Micha hat Angst um seine Intelligenz. Ich frag mich nur, welche er meint, aber. Welche? Ach, das mache ich mit meinem Alter wieder weg. Hä? Rainer hat von dir gesprochen. Oh, der guckt den Twitch. Nervt das System. Hier so mit Verzögerung und so, alles schon. Ah, ich mach genug Damage, das reicht voll und ganz. Das war ein guter Diener. Mich wundert das sowieso, cool, dass du hier bist. 32 warst du, ne? Wer ich? Den Altersdurchschnitt, ja. Ja, gilt ich jetzt schon für 32 zu alt als Zocker oder was? Nein, tut man nicht. Ich kenne 50-Jährige, die zocken. Ja, aber ich kenne hier meistens in der Gilde nur jüngere Leute. Muss man hier nicht eigentlich die Totems kaputt machen und so? Doch, zwei zumindest in Schutztotem und in Vergeltungszucker. Meine ich doch. Ist auch tot. Ja, jetzt? Ja, einen habe ich getötet, den zwei habe ich getötet. Das war ich. Ist das ein Keks? Deine Mutter war das. Ja, ich bin ein Keks. Meine Mutter sieht gerade Katapulte nach Gondor. Was? Boah, dann nervst du gerade. Hier los, ey. Seid schon ein bisschen hart drauf, ne? Ja, so ein bisschen. Ja. Ich sag ja, das sind total die Verrückten hier. Aber noch mehr als du und das verwundert mich. Ja, ist übel, ne? Ich verstehe das auch nicht. Ich dachte, ich wäre ein Einzelexemplar. Ja, falsch gedacht. Und dann habe ich das Mädel hier kennengelernt, die ist total durch. Nee. Ich bin ganz normal. Ihr seid die anderen. Normal ist langweilig. Normal kann jeder.
Ihr seid doch nur neidisch, dass die Stimmen nur zu mir sprechen. Achso, hast du auch 10 Stimmen in deinem Kopf? Ja. Die eine ist nicht verrückt. Nein, eine sagt, du bist verrückt. Die anderen 9 sind um die Melodie von Hederitz. Genau. So sieht's aus. Könnt ihr den Boss mal platt machen? Der nervt. Ach, findest du. Wir sollten hier mal Gas geben. Okay. Diesen Dungeon hasse. Wieso, der ist eigentlich ganz easy. Das war einer zu viel. Okay, ich glaube, gleich fliegt jemand. Und ich glaube, ich weiß auch mehr. Ich stehe das hier nicht. Konnte die meiste Zeit rumliegen und. Warte mal, ich hebe mal wieder auf. Ne? So, zup. Guck mal, ich hebe euch sogar alle wieder auf. Ihr müsst, wie gesagt, ihr müsst jetzt lieb sein, sonst ist meine Clown. Läuft da alles. Schutztotem ist auch weg. Also, ja, ich mach das alles solo. Hä, hey, das stimmt gar nicht. Ich wollte einen Kindergarten machen. Ach, labern nicht. Treffen sich zwei, einer kommt nicht. Ja, aber ich wäre eher von Frau Dingus anwesend gewesen. Oder du hast doch ZDW vorgeschlagen. Ja, weil es gibt eigentlich so viel Dungeons auf der Karte. Ja, dann bist doch trotzdem du dafür verantwortlich, dass wir das hier machen. Nee, ich bin nicht zuerst hier gefunden. Ich habe auch nicht geöffnet. Ich bin euch nur gefolgt. Ich bin unschuldig. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin neu. Völlig sinnlos. Ach, Kevin. Och moin. Ich hab dich doch auch lieb. Jo. Ja. Und alle gegen dich sind, bin ich für dich, weißt du. Weißt du, bist für den? Jetzt mach ich dich nicht mehr. Komm zurück. Ja, ich bin nicht so ein und glaub so eine Pseudo-Frau. So eine Pseudo-Frau? Ja, weißt du genau. Alter, Leute, ihr könnt den auch ruhig mal wegziehen von mir. Der kriegt sich gerade nicht richtig auf. Ich muss das Regenerationsfutter. Achso, ich dachte, der soll bei dir sein. Der geht das die ganze auch. Zeit auf mich. Regen! Find ich cool. Nico, Counter-Strike spielst du nicht, ne? Ne. Würde ich auch, glaube ich, mit dir nicht spielen, wenn du hier schon abgehst. Boah, du musst mal mit Counter-Strike spielen. Ne, lass mal. Nee, das. Das ist die reinste Wonne. Es gibt Sachen im Leben, die kann ich ruhig auslassen. Mhm. Ja, Sex zum Beispiel. Nein, das ist eine der Sachen, die muss man ab und zu mal getan haben. Fortpflanzung, ja, und Evolution und so. Nein, einmal mehr. Es reicht schon, wenn ich einmal im Monat lage, die Wonne. Ich lebe sowieso schon seit 20 Jahren in Talsheim, also von daher. Ja. Ich bin zum Buddhismus also, übergewechselt. Kein Sex vom ersten Kind, ne? Ja, so sieht's aus. Meine Leute, warte mal kurz, mein Inventar ist voll. Sie werden von Gewalt beherrscht. Es wird dauern, das Geld hier. Ist Gabo eigentlich im Dungeon gehen, gehen werden? Wir werden. Und dann wir rausfliegen. Ja. Aus dem Spiel, sag ich doch. Also wir gehen jetzt raus hier aus dem Dungeon und fliegen raus. Das ist geil. Ja, das Spiel macht das Update dann. Ja, ich sehe es gerade. Also, ihr im Stream müsst euch mal einen ganz kurzen Moment gedulden. Wie viele Leute gucken denn? 2? 8. Es gucken 8. Ja, 8. Davon sind 5 wahrscheinlich von uns. Es sind 8. Kevin, guckst du den Stream? Nein. Gabu? Ihr könnt mir mal einen Link schicken. Der ist schon noch in der Lobby. Du musst nur hier im Bettverlauf hochscrollen. Unglaublich. User joined your channel. Unglaublich. Hallo. Hola. Moin. Guten Tag. What's up, Gabo? Gabo, guckst du den Link? Guckst du den Stream? So, dann nehmen wir hier mal den Flipside mit, wa? Was machen wir jetzt? Was wollt ihr mitnehmen? Wohin mitnehmen? Du kannst mir sagen, ob der Lea noch zuguckt. Also ich weiß noch nicht mal, was ich hier mache. Ich bin gerade froh, dass ich gerade auslaufen kann.
Ja, so ging es mir auch. Und dann haben die mich mitgezogen in die Dungeons. Danach konnte ich wieder spielen. Läuft. Okay. Darby? Kannst du jetzt Pico mal in der WhatsApp-Gruppe hinzufügen? Nee, geht gerade nicht. Sobald er mir seine Nummer gibt? Ja, sag ich ja, geht gerade nicht. Willst lieber lassen. Ja, besser ist das, ne? So, ich bin hier. Die Beute der Schlacht. So, jetzt müssen wir hier die ganzen Klamotten zerlegen. Jubiläumsangebote. Kristallkern. Pico, du sollst einen unlustigen Witz erzählen. Erzähl mal. Einen unlustigen Witz? Okay. Ich habe immer noch keinen Link, Leute. Gehen zwei Leute in den Wald, sagt der eine. Da steht ein Pilz, sagt der Pilz, na und? Gehen wieder zwei Leute in den Wald, sagt der eine. Guck mal, da ist ein Pilz, sagt der andere. Na und, sagt der Pilz, und was soll ich jetzt sagen? Gehen wieder zwei Leute in den Wald, sagt der eine. Guck mal, da vorne steht ein Baum, sagt der Baum. Warte, stopp, sonst saust du die Pointe, hallo. Das kannst du nicht bringen. Fangen wir mal von vorne an, bitte. Also gehen zwei Leute in den Wald, sagt der eine. Guck mal, da vorne steht ein Pilz, sagt der andere. Sagt der Pilz, na und? Gehen wieder zwei Leute in den Wald, sagt der eine. Guck mal, da vorne steht ein Pilz, sagt der andere. Na und, sagt der Pilz, und was soll ich jetzt sagen? Gehen wieder zwei Leute in den Wald, sagt der eine. Guck mal, da vorne steht ein Baum, sagt der Baum. Na und, da vorne steht ein Pilz. Ich will das. Das macht nicht mal Sinn. Ja, ich weiß. Habe ich euch schon mal den Politik erzählt? Ah, oh, ja, habe ich. Kennt ihr den Politik? Er kommt nicht drauf klar. Pico? Es gibt immer einen, der kommt nicht drauf klar. Was hast du erzählt? Nee, auch wie du es erzählst. Kennst du den Politikwitz? Politikwitz? Ja, mit einer Familie, also Fritzchen, Papa, Mama, Opa. Nee, Opa nicht. Hausmädchen und kleine Schwester. Kann sein. Nö. Ich sag jetzt einfach mal nein, erzähl. Okay, also pass auf. Fritzchen fragt sein Vater, was Politik ist. Ja. Sagt der Vater, pass auf, warte, ich muss eben den Stream leiser machen. Sonst höre ich dich die ganze Zeit. Und so, nochmal. Also Fritzchen fragt seinen Vater, was Politik ist. Mhm. Und dann sagt der Vater, Fritzchen, pass auf. Ich erkläre dir das jetzt, dann gehst du schlafen und morgen sagst du, ob du es verstanden hast. Also, ich bring das Geld nach Hause. Also bin ich der Kapitalismus. Deine Mutter verwaltet das Geld, also ist sie die Regierung. Wir beide kümmern uns ausschließlich um dein Wohl, also bist du das Volk. Das Kindermädchen, die Arbeiterklasse, eine kleine Schwester, die noch in den Windeln liegt, ist die Zukunft. So, Fritzchen geht ins Bett, wird nachts um drei wach, weil seine Schwester jammert und schreit und heult, die hat sich in die Hose gemacht. Er steht auf, kann aber nichts machen. Klopft am Elternschlafzimmer, geht rein, dort findet er nur seine Mutter vor. Sie schläft tief und fest, lässt sich nicht wecken. Geht er zum des Kindermädchens. Dort findet er dann auch seinen Vater vor. Beide begnügen sich miteinander, lassen sich auch nicht stören. Also sind wieder ins Bett. Am nächsten Tag oder am nächsten Morgen. Zur Hölle! Am nächsten Morgen fragt der Vater und Fritzchen, weißt du jetzt, was Tick ist? Sagt Fritzchen, Papa, Kapitalismus missbraucht die Arbeiterklasse. Die Regierung schläft von fest, das Volk wird total ignoriert und die Zukunft ist voller Scheiße. Ja. Hey, das ist gut. Ich dachte eigentlich, der kommt noch besser, aber nee, irgendwie klingelt es nicht. Ja. Ich hab gesagt, halt dich selber sauber. Lustig. Deine Mutter. Nee, die leckt mich nicht. Wo bin ich hier? Nee. Die haben mir das früh beigebracht mit dem Waschen und so. So, wo laufen wir hin? Jemand muss Flipside einleihen. Ich euch doch schon mal erzählt, den hab ich doch schon mal oder die Gilde. Das mag sein. Da fand ich ihn noch gut. Echt? Ja. Ah, scheiße. Jetzt habe ich hier irgendwas. Oh Gott. Ich habe auch einen, aber der ist ein bisschen. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich habe auch noch einen. Ich muss ganz kurz. Ja, dann überleg mir, ich habe noch einen. Kurz. Also, was ist der Unterschied zwischen einem Baby und einer Pizza? Die Pizza fick ich nicht, bevor ich sie esse. Was? Der ist krank. Der ist nicht abartig. Oder ich hab noch einen. Nee, ich mag dich nicht mehr. Du erzählst komische Witze.
das war jetzt mal ein bisschen aus der schwarzen Kiste. Mami, Mami, der Hund fickt. Ja und? Lass ihn doch. Aber es tut so weh. Es tut so weh, ja. Oh je. Wieso bist du bei mir als offline angezeigt? Wer? Flipside? Mhm. Weil er wahrscheinlich updatet. In Gruppe einladen. Ja, ich bin schon noch am Spielen. So, hast du eine Einladung bekommen? Ja. Okay. Jetzt müssen wir dich noch... Bei mir downloadet's noch. Ah, ihr seid so langsam da. Warum da ist stoppt den Stream gerade? So, dann machen wir auch nochmal direkt eine Gildeneinladung fertig. Checker McRae, genau. Checker McRae. Geiler Name für einen Tank. Wenn mein Update nicht so ewig lange brauchen würde, hätte ich gedacht, wir können auch noch eine Runde PvP spielen. Ja. Ja, Tadeus. Sagt der Thunfisch zum Walfisch. Was sollen wir Thunfisch sagen? Der Walfisch zum Thunfisch, du hast die Walfisch. Hast du nicht verstanden? Der ist gut. Aber. Der ist behindert, ja. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Ich glaube, der meint dich. So. Kicken wir mal. Was haben wir denn hier? Also ich finde ja noch diese Witze süß, so Rollen Keks um die Ecke und bricht sich ein Krümel oder den Schweinchen vor der Steckdose und weint und sagt dann, oh du armes Schwein, hat man dich eingemauert. Kennst du die ganzen Witze nicht? Das sind zwei Hochhäuser im Keller und stricken Kartoffeln, kommt eine Kuh vorbeigeflogen, sagt die einen zu anderen, morgen ist Weihnachten, gehst du hin, sagt die andere, nö, ich mach mir eine Büchse auf. Finde ich gut. Kartoffelpü. Ey, ich mag diesen Knödelhuber. Kartoffelpü. Kann einer von euch Doppelkopf spielen? Was für ein Ding? Doppelkopf. Kartenspiel. Nein. Ne. Also. Ja. Bei Doppelkopf spielen. Vier Leute, meistens 2 gegen 2, aber die wissen am Anfang des Spiels nicht, mit wem die spielen. So, und die eine Seite ist halt Contra und die andere ist halt Reh. Und ich habe mir das durch meine Mama so angewöhnt. Meine Mama sagt immer, wenn sie halt Reh ist, sagt sie immer Kartoffelpü. Ja, das fand ich immer total lustig. Als Kind habe ich das nie verstanden und sie sagt halt Kartoffelpü. Hä? Jetzt? Ja, also, das war irgendwie... Also Flipside, ich sehe gerade, dein Vorgehen ist genauso wie bei mir am Anfang. Erstmal die Berufe abklappern, gucken, nochmal neu verstehen. Funktioniert nicht, mir. Weitermachen. Kannst direkt so, überspringen, also, scheiß auf die Berufe. Ich habe noch 7%, wie sieht's aus, Runde PvP oder nicht? Runde PvP? Aber hier Flipside, der hat noch nicht wirklich Erfahrung. Ja, dann lernt das halt. Ja, sicher. Ich hatte auch keine Erfahrung, wo ich läuft mit mir mit. Vernichtet worden bin. Er läuft mit mir mit. Wir machen hier Bunker. Ich kann nicht nochmal lesen, Knödelhuber, weil Text weg, weil Seite kaputt gegangen. Was meint er mit Kartoffelpü? Du kannst noch lesen. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Der war schlecht. Ich hoffe, das war jetzt mit dem richtigen Zusammenhang. Ich gehe ganz davon aus, wegen dem Reh. Oh, auf jeden Fall geile Truppe hier, jetzt gibt's nochmal 2 Pickupoints. Frag jetzt nicht schon wieder, was damit machen kannst. Was kann man denn damit machen? Scheiß Pickupoints. Das ist der Sinn. Das auch, als wenn man den draußen kauft. Was ist draußen? Hochzeitsgewand. Und die weißen Flügel sind auch wieder drin. Ja! Flügel, was? Wo, die Flügel? Wo? Leiste mir Gold, leiste mir Gold. What the fuck? Ich hab geiles Gold ausgegeben. Gebu, ich brauch Gold. Ich will aber schwarze Flügel. Schon. Sind die schwarzen auch drin? Ich hab Möpse. Das was hab ich jetzt davon? Mötze haben hier keinen Vorrang. Hab doch Kevin. Ja. Weißschwing Rucksackset. Nein. Aber warum? Kevin schmeißt halt schon rein. Wie viel kostet 1000. 500. 1000 Gems? Ja. Was die haben noch nie 1000 Gems für ein Kleidungsset verlangt. Die haben 500. Im Ernst. 1000 Gems. Ja. Und das sieht aber. Es ist aber nicht das, was ich mal gepostet habe, ist ein anderes. Sieht es besser aus?
Wieso hackt jetzt mein Game? Könnte ich nicht. Möpse? Möpse? Warte, vielleicht ist es anders, weil ich mit Mensch bin. Ich guck mal 500 mit. Gems und was für ein Hochzeitsgewand? Guck mal, wer nach dem Hochzeitsgewand. Hochzeits? Ja, ich guck grad bei dir im Stream, weil mein Ding ist halt lädt. Ach so, da. 1000. 1000? Alter. Ja, aber 1000 Gems ist halt schon krass. Das ist echt übel. Und jetzt, wo mein ganzes Geld wieder weg ist, unfassbar. Ja, es geht schnell. Jetzt will ich die Flügel haben. Ich will auch die Flügel haben, aber ich will die in schwarz. Wieso gibt's die nicht in schwarz? Kann ich die umfärben? Gabo, kriege ich ein bisschen Gold? Ich muss mal gucken, wie viel Gold. Ich guck mal, wie viel Gold. Ich habe 41 Gold. Was kriege ich für 41 Gold? Nix. Wahrscheinlich. Individueller Betrag. Ich brauche 500 Gold. Tauschung. Wie viel? 500. Also 50 500, Gold. 1600. Gibst du 317. Ne? Nicht wirklich viel. Ja, aber wie viel Geld und wie viel Gold würdest du mir geben? Wenn du mir welches geben würdest? Ich will diese Flügel. Die Flügel kann man. Was war das gerade? Kann man nicht umfärben. Das wird immer teurer. Immer teurer, immer teurer. Also ich glaube, ich bräuchte. Keine Ahnung. 80 komme ich nicht hin. Gut, dass ich mir 700 mal aufhebe, ne? Verdammt. Aber 700 sind nicht 1000. Gabo, 90 Gold? Vielleicht? Scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt die weißen Flügel. Aber ich will die schwarzen haben. Obwohl, nachher laufe ich ja wieder in schwarz. Die kaufen, die kaufe ich mir jetzt. Nee, ich kaufe mir die. Dann laufe ich damit rum. Sieht ja mir eh viel besser aus. Mit den weißen Flügeln rumlaufen. Oh nein! Ich will die schwarzen haben. Vor allen Dingen passt das gut meinen Teufelshörnchen. Da passen die schwarzen aber besser. Ja, aber die hast du ja in Real Life. Die sind ja nicht im Spiel. Nein, die Teufelshörnchen sind auch. Das heißt bestimmt, dass du irgendwann. Wer hat mir die jetzt geschenkt? Ich weiß nicht. Definitiv nicht. Dann was, Gabi? Oh. Gepu! Wie viel Gold kriegst du jetzt zurück? Na, nichts. Hab ich auch mal was gezahlt. Jetzt hat Gabi uns allen schon mal was ausgegeben. Nein, Gepu, ich will das zurückzahlen. Nee, passt schon. Oh, Gepu. Ali! Okay, wenn du was haben willst, dann musst du aber sagen, dass du was das haben das Hochzeitsteil, okay. Dankeschön, Gabo. Ein Ding. Naja, so doll ist das jetzt Flügel. Nicht. Also sei leise. Nein, nicht du. Ich meine jetzt hier das Hochzeitszeug. Oh, das die Flügel sind geil. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Na, ich hab's jetzt gerade angezogen. Kannst du mal gucken. Ich guck's mir jetzt gleich an. Oh Gott. Das sieht total... Wenn ich so heiraten müsste, ne? Das ist übel. Halleluja. Das ist voll eklig. Nee, finde ich auch nicht schön. Also nicht für 1000. Das geht gar nicht. Ne, überhaupt nicht. Ich will's angucken. Ich guck mir mal die Flügel an. Okay, bei 9 sieht's anders aus. Bei 9 sieht's aus, wie ich das Bild geschickt hab. Bei Mensch sieht's anders aus als bei 9. Bei 9 sieht's so aus, oder? Als ich das Bild geschickt hab in der Gruppe. Was? Ich finde das Kleid nicht geil? Bist du Kevin? Alter, ich finde es mega. Was, echt jetzt? Mal in der Löwenstein können. Ja! Aber da kannst du mal sehen, wie die Geschmäcker auseinandergehen. Vor allem in Kombination mit den Flügeln. Was ist das, Rucksack? Alter, ich finde das Kleid wundervoll, ey. Richtig geil. Ein Black Piccolo. Hm. Hallo. Juhu. Alter, das ist echt mega. Verdammt, wieso will ich es jetzt haben? Jawoll. Romantisches Geschenkpaket, was ist das? Jetzt habe ich auch Flügel. Rosenstrauß und Schachtel verliehen. GG. Boah, cool, die fliegen ja richtig mit dem Wind, ey. Die bewegen sich ja richtig mit, das ist ja voll geil. Mhm. Alter, okay, das gefällt mir übel. Oder? Was gefällt dir? Das neue Kleidungsset, ich finde das wunderschön. Das Hochzeitsding, oder was? Mhm. Echt jetzt? Ja! Boah, krass, wie die Geschmäcker auseinandergehen. Nee, ich finde das voll hässlich. Du findest mich hässlich, du Arschloch. Wahnsinn. Ja, jetzt nicht, du hast das an. Tatsache. Zeig mal, hast du es an, Gabi? Ja. Ein Löwenstein. Warum ein Löwenstein? Lass mal Herz der Nebel kurz. Deine Mutter. Herz der Nebel? Ja. Wir wollten ja eh eine Runde PvP machen, ne? Aber ich glaube,
Ich steck da jetzt mein letztes Geld rein, dann kaufe ich mir das auch. Wollen wir eine Runde PvP jetzt machen, oder? Ja, gleich. Ich... Okay, Flipside, da musst du gleich oben links auf die zwei Schwerter, wenn du mitkommen willst, zwei Schwerter drücken und dann Sturm des Nebels beitreten. Ich mach einfach mal, jojo. Ihr werdet mir schon das Richtige sagen, dementsprechend. Jojo. Wenn du das glaubst. Hat zumindest die Hoffnung. warum lädt es nicht? Gabi, bist du Norn? Ja. Ja, ist er. Mich bringt nichts zu Fall. Ist immer noch nicht. Total geil, Alter. Guck mal die Flügel, guck mal mit den Flügel. Ich sehe euch nicht. Ach jetzt, Anni, sehe ich. Sieht stark aus, Anni. Färb dich doch ganz Firmament. Läuft. Ah ne, du hast das Mikro aus. Ich sehe dich immer noch nicht, Gabi. Oh, ich habe die ganze Zeit... Ach, Gabo steht doch hier. Ja, aber ich sehe ihn nicht, er lädt nicht bei mir. Ich hab gesagt, das sieht doch geil aus mit den Teufelshörnchen. Mit den Engelsflügeln, den Teufelshörnchen. Für dich. Jetzt. Hat das Kontrast. Ah, so sieht es bei Norn aus. Also Anni? Okay, ja. Anni? Ja? Siehst sexy aus. Ja, danke. Du fasst so mit der Maske nicht so. Ja, die Maske, die stört jetzt, ne? Finde ich auch. So, jetzt gucke ich mir mal Gabo an. Voll der Todesengel, ey. Aber wenn du ein Todesengel willst, musst du es anders machen. Ich wollte eigentlich schwarze Flügel haben, eben. Aber... Ne. Die hole ich mir auch noch, Also ich muss noch mal kurz AFK, und wenn ich wiederkomme, können wir gern gegen machen, PvP. Ja, okay. Wie lange ist AFK? Wie lange, genau? Ich spiele eine Runde ohne mich. Ich glaube, da müsste ich wieder da sein. Okay. Okay. Dann machen wir eine Runde ohne mich. Ich bin auch, ohne mich. Ich bin auch kurz AFK. Oh. Bis gleich. Okay. Gleich. Bis gleich. Ciao. Ich hab Flügel geschenkt bekommen. Ja, cool. Läuft bei dir. Aber ich will ihm das irgendwie jetzt zurückzahlen. Geil wäre es, wenn man so auf die weißen Flügel noch so ein bisschen Blutspritzer drauf machen könnte. Das wäre geil. So ein Blutstropfen. Sind unsere Flügel eigentlich gleich groß? Ich bin viel kleiner als du. Weiß ich gar nicht. Also ich bin eine Nornfrau. Weiß schon, diese hässlichen Nornfrauen. Warte. Doch, meine sind größer. Ja. Minimal. Jetzt sollen wir nur zu dritt spielen, PvP? Ja. Also wenn wir alle zusammen sind, dann können wir uns besser absprechen, oder? Aber PvP ist geschlossen, oder nicht? Wieso? Rang PvP, Rang 2, um diese Arena freizuschalten. Kannst du die Arena starten? Die Arena? Wie starte ich die Ja, denn? Ich muss halt auf die zwei Schwerter und dann okay. antreten mit Arena, mit Rangbewertung. Aber Rangbewertung geht erst ab 20. Warum? Wieso das denn? Ich hab Rang 5, also ich bin noch nicht Rang 20, aber warum erst ab 20? Das ging auf gestern und so. Ja, das ist die Frage. Haben sie geändert oder was? War das das Update? Wie jetzt jeder mit Flügeln rumläuft, ne? Haha, fällt bald wieder auf. Erstens, wenn die ersten Leute Jumping-Puzzle machen. Warum? Dann sind die Flügel erstmal weg, die stören doch bei der Sicht. Ja, ist jetzt aber ohne Rangbewertung, ne? Oh, hab ich irgendwas gedrückt? Ich war das nicht. War das, glaube ich. Ich hätte einfach mal drauf gedrückt. Ja, wollen wir eine machen Start einfach? Nicht. Weiß nicht, wie das funktioniert mit dem Rangsystem. Man muss ja irgendwie erstmal den Rang erreichen. Jo. Dann machen wir erstmal ohne Rang. Machen wir eine Runde ohne Rang. Ja, Gabi ist ein Norn. Broadway. Hab ich schon gesagt, hab ich schon. Broadway, na wie auch immer du heißt. Aber Menschen sehen trotzdem schön aus. Doch, Norn-Hässler. Ja, Norn-Weiber sind schon ein bisschen hässlich, finde ich. Die haben so hässliche Frisuren. Ich finde die Frisuren von den Menschen viel geiler. Ich find auch die... Ja gut, meine Frisur ist eine Edelstein-Frisur, ne? Also diese Frisur kriegst du nur im Umstylungskit. Okay. Die ich hab. Ja, ich habe ja auch das Umstylungskit gemacht, aber... Ne. Die also die kriegst du nicht normal. Auch das Gesicht, was ich habe, ist nicht normal. Das ist auch aus dem Edelstein-Shop. Okay. Das hatte ich, glaube ich, auch. Warte mal, ich kann mal eben gucken.
können das ja einfach mal eben ausblenden hier. Ja, wenn du Norm... Ne, bist gar nicht Norm, ne? Doch, ich bin Norm. Ja, dann kannst du aber nicht mein Gesicht haben, wenn du Norm bist. Hier. Nee, ich hab dann wahrscheinlich ein anderes dann. Das war die einzige vernünftige Frisur, die ich gefunden habe. Aber so sieht das eigentlich besser aus als wie mit der Maske, oder? Kann das sein? Ja, ja. Ich lass das so. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn ich den Stab daneben halte mit den Flügeln. Und? Ja, yeah, guck mal. Flügel? Achso, ja. Mit den Teufelshörnchen, den Todkopf und den Engelsflügeln, das passt doch. Das ist voll mein Charakter, ehrlich. Das passt wie Arsch auf einmal. Ja, mir gefällt meine eigentlich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Okay, ich mach mal jetzt komplett meine komplette Rüssi in für einen Moment. Auch die. Ja, Norn-Frauen können sich Tattoos drauf machen, finde ich aber total hässlich im Gesicht. Also, guck mal, selbst meine Teufelshörner habe ich jetzt für einen Moment gemacht. Haben wir jetzt eigentlich alle bereit gedrückt bei dem PvP jetzt? Ja, es steht auch in Warteschlange. Sind wir noch in Warteschlange, okay. Wo ist der Zauberstab? Ach, den habe ich gar nicht drin, den Zauberstab. Wann dauert das heute wieder? Und findest du so besser, einen kompletten Firmament? Hm? Oder müssen die Teufelshörner rot? Ah, Mist, jetzt kann ich nicht sehen. Was sollen wir nehmen? Sag schnell. Nehmen wir mal Vermächtnis. Vermächtnis? Okay. Ja. Jawohl, Vermächtnis. Nein, Knödel, Huber, kleine Noren sehen nicht aus wie große Menschen. Sie haben immer noch einen Bauernkörperbau. Ja, ich finde das erinnert immer sehr an einen Bauer. Oder eine Russenmatka. Ansonsten, größenmäßig ja. Flipzeit, bist du bei uns? Da bist du, okay. Und? Teufelshörner rot oder viermal mitlassen? Moment. Mach mal rot. Warte. Obwohl? Nee, lass sie mal so. Warte, ich mach sie jetzt rot, nur dass du siehst. Warte. So. Nee, doch weiß. Also. Euer Stützpunkt wird angegriffen. So geht los, ne? Nein, geht noch gar nicht. Nicht los. 40 Sekunden. Wie das hier funktioniert, hier in der Mitte sind 3 Punkte. Und wir beide gehen, glaube ich, zum Wasserfall, oder? Ist besser, oder? Ich und Checker McRae zum Wasserfall. Anni? Was? Ich und Checker McRae zum Wasserfall, oder? Zu Close oder zu Far? Ja, zu Far. Ja, versucht Far. Ich weiß nicht, was der Rest macht. Ist das nicht Close Wasserfall? Wir sind da oben. Achso, wir sind blau. Ja, Close Wasserfall. Sorry, ich war gerade falsch. Ja, dann geht ihr Close, dann gucke ich mal, ob der Rest mit mir in der Mitte gehen möchte. Also, du folgst mir einfach. Der Kampf beginnt bald. Also wir laufen jetzt quasi hier rechts. Haltet eure Stellungen und erobert ihre. Doch nicht tot. Links ist Tor. Mitte ist gar nichts, Leute. Das hat sich schon. Ja, die sind hier bei uns. Ey, ich nehme Mitte erst ein. Boah, die haben mich direkt ausgenockt hier. Ihr habt den Friedhof angenommen. Wie viele sind bei dir? 3 Stück, glaube ich. Ah, die hauen uns weg, wir liegen. Ja, weiß ich, kriege ich den noch? Ja, nee, die haben mich weggehauen. Bleibt ihr bei Mitte, ja. Wir holen uns gleich den Außenposten hier wieder. Ja, die anderen, unsere anderen Leute sind bei Fastzeit. Fastzeit. Haben sich platt gemacht, ja. Ich bin der Counter-Strike abgedröbelt.
Menschen sind langweilig, glaub's ja nicht. Einer ist bei mir. So, ich gehe direkt in meine Lichtgestalter hin. Dann haben sie erstmal dran zu knacken. So, pass auf, irgendwo ist hier bestimmt einer. Brauch Hilfe, okay. Mitte. Ich hab hier Mitte Action. Ich weiß nicht, warum keine Sau Mitte kommt. Okay. Dann bleib du hier stehen, Checker. Ich gehe rüber. Hat sie eh schon erledigt, ich liege schon. Lieg schon? Okay, dann bleiben wir hier. Ich komm gleich bestimmt wieder zu uns. Normalerweise müssten wir die alle wegrotzen. Wir sind hier zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kommen sie. Wie wir dann close fahren oder was? Ich komm close. So, ich hol mir den Krieger. Wenn die liegen, ne? Hingehen und das Ding reinrahmen. Ich. Bei mir kommt ein Krieger, ein Waldi. Waldi ist on spot. Und. Auf Erledigen drücken und dann. Okay. Also bei uns ist Leute, safe. Kommt ihr bitte wieder auf Close. Ja, nicht Close safe. Oh! Wo kommt der denn her? Scheiße. Ja, war angesagt. Hab ich nicht mitgekriegt. Darum sag ich dir nochmal. Doch, egal, kriegen wir. Meiner. Ja, nimm mir den. Okay. Ich guck mal, was mit der abgeht. Jo. Hinter uns. Wo war der? Hä? Wo kam das denn her? Ist aufgepoppt. Also wenn er sich hier in meinen Kreis bewegt, dann kriegt er sofort Schaden. Also. Ihr habt den Friedhof eingenommen. Okay. Ich habe alle drei Punkte. Einer von denen hat ein DC. Ist doch gut. Also langsam gewinne ich mal mich an meine Stilettos. Da kommen sie zu uns. Geht doch mal 1, 2, 3. Ne, 2. Ich komm. Man muss die zwei Mitte verlassen. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es auch hin. Glaube ich nicht. Also nicht gegen euch, aber. Das ist nur, weil ich schwarz bin. Wieder Mitte. Mhm. Vor dir auf dumme Gedanken kommen. Wieder mal ein stolzer Moment. Glaub hier unser wie heißt der? Flipside, wie auch immer. Mhm. Zieht den Schnitt ganz schön runter, heute ging das echt schlecht. Das ist doch gut. Leichter für uns. Ich glaube, du warst noch nie im PvP, ne? Oh, doch, da ein, zwei Mal, aber. Okay. Ich wusste nie so genau, was ich da tue. Online ist immer ein bisschen beschissen. Ja. Einer Mitte. Schaffst du, ne? Zwei Mitte, glaube ich. Ich gehe mein Bestes. Ne, drei Mitte. So lange, dann brauche ich Hilfe. Okay. Ja, die wird ja auch immer zu viert kommen oder zu dritt, diese kleinen Husos. Ich stehe hier alleine. Ich verlasse Mitte, ich versuche abzuhauen. Okay, Checker McRae kommt. Ich halt mal close. Ja, so langsam habe ich Probleme. Ihr habt den Friedhof verloren.
Die kommen zu close. Einer kommt close. Okay. Ach, von da. Scheiße. Fuck. Von der Base, ja. Komm jetzt wieder. Fuck. Von den nur irgendwie resetten. Wo er hinter mir kommt. Immer auf den Punkt kämpfen, immer auf den Punkt kämpfen. Ja, ich liege. Jede Scheiße. Sekunde zählt. Warte mal, vielleicht kriege ich ihn noch. Komm schon. Jawohl! Komm, jetzt töte ihn. Ja, du hättest ja auch mich helfen können. Den Punkt oder so. Ja, es war ein bisschen blöd. Jawohl, wir haben gewonnen. Sehr gut. Good job. Hui. Oh, ist das? Belohnung, was? Belohnung. Ja, jetzt konnte ich die Belohnung gar nicht annehmen. Ach, den Zenit-Scheiß. Wir können keine Rangspiele mehr spielen. Wieso? Ab Level 20. Ja, ab Level 20. Ab Level 20 ja, ab steht Level da. 20. Wieder da. Wir können keine Rang. Ja, du musst Level 20 haben, um ein Rangmatch zu spielen. Das kannst du nur ohne Rangwertung machen. Ja. Haben sie geändert. Ja. Okay. Also Level 20 PvP-Level meinst du? Ja. Und ich bin gerade mal 18. Ich bin gerade mal 6. Lol. Das ist Newbies. Nee, Spaß. Foliant des Wissens. Ja, wie gesagt, wir müssen. Ich weiß ja nicht, wenn einer von euch höher ist, vielleicht könnt ihr öffnen. Ich kann es halt nicht starten, diese Arena. Es kann auch durchaus schon gemacht sein mit dir, Anni. Ja, seit dem Update, ich konnte es vorher ja auch selber machen. Bin ich noch auf 150 Gems kommen? Wie viel Gold brauchst du? Ich hätte auch noch was jetzt. Schön kurz, ich guck mal. Ich hab 25 Gold momentan. Individueller Betrag. So. Ich hätte gern 100. Voll die Wichser! Kann mir jemand 10 Gold leihen? Ja, mach ich. Die Geister der Wildnis empfangen euch. Alter, 34 Gold für 150 Gems. Boah, warte, da war ja was. Es ist kackendreist. Individueller Betrag 700. Danke dir. Oh, tatsächlich Gold, krasser Scheiß. Ja, hier, meine Buchhaltung fortsetzt. Und um wie viel hat sich's gesteigert? Welchen haben wir heute? 25. Alter, das ist so heftig. 18. Ich hoffe, ich bereue es jetzt nicht, dass ich mir den Scheiß kaufe. Ich habe extra die ganze Zeit 700 Gems behalten, ne? Hm. Mal gucken. Kauf abschließen. Gems weg! Alter, wie viel Geld das war. Flipside, kommst du mal eben hier rüber zu mir? Zu dem Händler hier hinten, hier oben. Als gewarnt, Kleidung. Oh, komm, eins kann ich noch, aber dann jetzt go. Wenn ihr ohne Bewertung spielen möchtet, ich weiß ja nicht. Kevin? Das kriegst du ja trotzdem ja irgendwie. Und 22 Gold ist teurer geworden. Ja, GG, oder? Mhm. Davor hab ich vorher gewechselt. Alter, das ist schon cool. Vor allem kannst du ziemlich viel einfärben. Ah, du kannst das Hochzeitsgewand einfärben. Ja. Halt mal, wo stehst du? Ach, du bist gar nicht hier. Kommst du mal hier rein, bitte? Pass auf, ich komm. Sieht richtig geil aus, finde ich. Könnt ihr, kann der Rest auch annehmen? Bisschen was Gothic-mäßiges. Jo. Alter, vor allem, wie lang das einfach hinten ist. Kevin!
Das packt durch den Boden. Aber bist du gerade offline? Hä? Ist das dasselbe, der was Gebu anhat? Ja. Aber Gebu hat doch diese weißen Schnörkel vorne nicht, oder? Das ist Norn halt. Norn und Mensch sind unterschiedlich. Bei dem jetzt. Achso, du hast quasi dieses Dreieck und er hat diese Schnörkels. Und von hinten, warte mal, von hinten. Von hinten hast du dafür diese Blühstinger. Ja. Ja gut, die Blühstinger haben auch Stil, ne? Kann man auch die Schlaufe ja, einzeln einfärben bei euch? Nee, ich färbe jetzt mal alles bunt, was man, also mit alles mit einer unterschiedlichen Farbe, was man einfärben kann. Aber es müssen trotzdem noch zwei Leute annehmen, bitte. Auch kurz. Also Moment. Das hier einmal noch. Und das andere färbe ich Gold. Gold und einmal was Grünes. Sieht zwar jetzt mega scheiße aus. Das kannst du alles einfärben. Rot, Gold, wo ist Grün? Die Schuhe. Ach so. Und das Strumpfband, glaube ich. Ja, stimmt. Zumindest. Gut, dann hast du aber nichts mehr von Hochdenn. Flipside, wo bist du? Da habe ich wieder alles um. Es aber ganz wieder... in weiß sieht es richtig cool aus. So. Ah, Gebo hat hinten auch so Schnörkels drauf. Einer muss noch warte, annehmen. Mit Engelsflügeln. Ja, ich nehme gleich an, Moment. Wo annehmen. Engelsflügeln. Hab ich die denn? Ja. Flipside? Ich finde es richtig cool. Ja. Wo bist du? Keine Ahnung. Wegen vor diesem großen Tor. Der Titel jetzt. Also das ist, glaube ich, jetzt echt richtig geil. Achso, komm mal hier rüber, hier rechts. Also nach rechts laufen. Warte mal, ist er überhaupt bei uns hier? Rechts oben ist so ein Händler, da kannst du dir mal diese Meister Wiederverwertungskits holen. Hol dir mal so 2-3 Stück. Damit kannst du die Sachen zerlegen, die du bekommen hast, ja. Blau. Wir werden gerade angegafft hier von der T3-Rüstung. Bei mir passt jetzt die Titel. Die Titel, der Titel. Welcher Titel? War doch. Ah, oh, übrigens, Kevin, ich hab jetzt alles Firmament, ne? Sag mal, selbst meine Teufelshörner. Ich finde, man sieht in seinem Kleidungsset ein bisschen aus wie so eine Prinzessin. Ja, May, ich bin eine Prinzessin. Ja. Damit kannst du die Rüstung zerlegen. Welches nehmen wir? Geisterwacht. Oh Gott. Was? Nöffel, Geisterwacht? Nöffel. Ich hab einen Schnüffel. What the fuck? Nice, Monster. Also. Monster Punch. Einmal über die Tastatur, GG. Ja, Kevin, du musst jetzt erst gleich meine Hörnchen gucken. Erklärung schnell. Also wir gehen wieder links und machen den Boss. Bist du horny? Ja, guck mal, ich habe jetzt alles Firmament gemacht, selbst meine Teufelshörnchen. Ja, check mal. Also ich und Checker McRae, wir gehen auf die linke Seite und machen den Boss dann, ja? Das ist so das, was ich kenne. Okay. Boah, sieht cool aus. Wie könnt ihr das Kleidungsset herzlich finden? Verstehe ich nicht. Also wir müssen jetzt cool. Hier, wir müssen gleich hier durch. Oder warte, komm, laufen wir mal eben, dann kann ich dir das eben zeigen. Viel Spaß beim Sterben. Ja, macht ja nix. Sind wir gleich groß? Dann gehen wir gleich hier links. Nehmen den Punkt hier ein. Hat Gabo für Augen, rote Augen. Wenn wir den eingenommen haben, gehen wir hier weiter. Gabo, hast du meine rechts. Nachricht gelesen? Wo? Und dann steht hier... Ich hab dir gewhispert. Steht hier gleich so ein Boss drin, ja, den klatschen wir weg und dann rennen wir wieder zurück. Also dann wieder hier raus. Du hast eine Kette. Ist das eine Kette vom Kleidungsset? Ich? Nee, Gabo hat so ein... Ja, ist vom Kleidungsset. Was sonst? Gegner! Hallo, Gegner! Oh, was? Jetzt musst du eigentlich den Prinzessin in den Zauberstab reinnehmen. Prinzessin, ja. Aber ich finde es echt richtig cool. Das ist der echte. Da hast du voll die Breite, voll das Gebäck vor die Gebäck. Das Moor dabei ist. Vor allem von hinten sieht es richtig geil aus, wenn das so hinter dir herzieht. Ich find den. Warte, komm raus, lauf mal weg. Der Kampf andere Richtung. Ja, nee, ist klar. Nicht zu fallen. Oh, der ist gut. Let's get ready to rumble! Nein! Shit! Falsche Waffe!
GG. Dann wechsel doch, dann wechsel kann doch. Kann ich nicht. Halt den doch können. Nein, wenn die Zeit abläuft und die 10 Sekunden vor dem Match, da kannst du nicht mehr wechseln. Geht ihr close oder was? Ja, ja, wir gehen close. Wetten wir. Links ab. Links ja, können wir. Da 10 Gold. Nur 10? Okay. Ja, 10 Gold. Dass du die letzten 10 Sekunden, bevor das Match losgeht, nicht wechseln kannst. Die Waffen. Okay, bleib du. Checker, bleib du gleich hier. Ich mach den Boss eben alleine. Okay, dann gucken wir beim nächsten. Ja. Okay, wir bleiben doch hier. Bei Klaus kommen sie. Ihr habt euch das Erdwerk gesichert. Warte mal, zwei Leute waren hier gerade. Okay, der eine ist weg. Ja, der macht uns den Boss. Okay, dann gehe ich auch zu. Hier beim Boss ist er. Okay, ich... Nimm mir einen Punkt. Der Team kommt mit. Okay, zurück zu Klaus. Hier, Klaus, ich geh mir an in der Mitte helfen. Ja, einer kommt. Erstmal kommt von oben. Okay, jetzt kommen sie alle. Wenn wir ihn wohin wollen, sagt Bescheid, ne? Alter, haut er rein. What the fuck? Wo kommt der jetzt her? Er war unsichtbar. Ein Dieb. Da kommt einer bei uns. Da rechts zur Seite kommt er. Ich heil uns. Er kommt hoch. Ich hab das Ziel im Blick. Dann. Blind halt. Er ist unten bei mir. Einer, der blind ist. Ach, Scheiße, er hat mich verwandelt. Oh shit, bei uns sind drei Stück. Drei Komm, ne? Stück? Drei Stück, ja. Gabi, hilf mal, ja. Wo kommen die denn plötzlich her, ey? Okay, ich liege. Shit. Fuck, die holen sich den Punkt. Oh. Das waren zu viele. Ja? Ich vertraue dir hier auf den Punkt, ne? Ich hol mir Gefahr. Vorlege. Nein! Ach, fuck. Oh, ich liebe meine neuen Nägel. Ich kann ja wieder bei neuen Flügeln. Schnapp ihn. Die sind fuck. Wunderschön, ja. Die Flügel? Klaus, die, ist das? Die Flügel sind geil, ja. Aber ich finde es schade, dass man die Flügel selber nicht einfärben könnte. So, ja, wäre es neutralisiert. Wäre es noch ein bisschen individuell, wenn jeder die Flügel einfärben könnte, wie er wollte. Fände ich jetzt. Ja, das stimmt. Rote, grüne Flügel, gelbe Flügel. Hier kommen die Schwanier ist zurück. Deine Zuschauer fragen dich, was für ein Geschmack da Was? Was für ein Geschmack da rauf? Zurzeit habe ich Brombeere drin. Sorry, ich habe euch, hab's gerade nicht gesehen. Scheiße, da bist du ja, so eine Scheiße hier. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Kriegen wir ja nicht down hier. Das ist so ein Moment, wo ich mir einfach nur Zepter-Fokus wünschen würde. Da verliere ich gleich. Ja, da nehmen sie mich jetzt auseinander zu zweit. Ich bin sofort da. Ich bin gleich down, bin down. Was los? Ah, warte, ich mach den einen Platz. Boah. Okay. Lass mal zieht ab, geht zum Boss, von denen.
Wie sieht's, Klaus? Muss ich kommen? Dann sind noch zwei, vielleicht packen wir es jetzt. Also Klaus, ich kann es noch einen Moment halten, aber nicht lange. Ja, jetzt liege ich. Okay. Einer ist bei mir. Ihr habt euch das Erdwerk gesichert. Boah, ich wurde einfach wieder rausgekippt. Ich habe das Ziel im Blick. Ah, noch habe ich. Ich bleib dran, ja. Was sind die da? Dieb und Baldi? Nein, wir haben mich wieder hingelegt. Das war zu viel Damage. Checker, mich mal eben hochziehen. Bevor der mich tötet. Okay. Ja, jetzt bin ich tot. Er hat sich erledigt. Ich brauche bitte Hilfe. Ja, ich hab ihn nicht zerreißen. Nee, der haut ab, Leute, der haut ab. Das war ein Messmeier haut ab. Der Inch ist fast down. Bin gleich da. Bringt uns dann auch wenig. Mich dann farmen sie uns einzeln ab. Mein Diener. Oh ja, die sind ja alle zugange. Jetzt bin ich schon da. Jetzt mal ist wieder bei mir. Mehr. Eine nicht da. Ich brauche wirklich Hilfe. Okay. Ja. Ich zieh. Ich stopp noch, okay. So, ich komm an die. Oh. Oh, die haben die irgendwie so ein Klonlager oder so? Den kriegen wir jetzt. Ihr habt euch das Erdwerk gesichert. Nein. Mann, ich bin gleich da. Bin da. Hinten kommt ja. Schon wieder rein. Hinten ist schon wieder einer. Genau. Die Zeilung. Da kommt noch einer. Okay. Danke. Bin down. Danke. Ich auch. Ja, komm zurück. Ja, jetzt hat er Schüsse in den Backen, weißt du? Die soll auf mich gehen. Liege. Ey. Ah, ich krieg den Park nicht hoch. Okay. Sorry. Lieb noch. Ach so, ja, ich liege aber. Ich habe meine Viecher wieder beschleben hier. Leute, Mitte ist gleich lost, wenn uns keiner hilft. Die nehmen uns hier auseinander. Mitte oben? Mhm. Ja, wir werden auch angegriffen gerade hier. Ich hab 40 Punkte. Wo stehe ich denn wieder? Verstehe ich nicht. Ich gerade auch nicht. Wieder? Ja. Je länger ich liege, desto besser. Ja. Oh, der Adler, komm schon, komm schon. Ich glaub, Leute, alle zum Boss. Einfach nur unseren Boss machen, dann ist vorbei. Unser Boss, okay. Dann kriegen wir 25 Punkte und wir haben gewonnen. Die Feste ist verloren. Einfach nur alle den Boss machen. Ich stelle mich so lange auf Klaus, falls es schief geht. Leute, Moor. Gut Job, Leute. Sehr schön. Läuft. Waren die Flügel. Ja. Waren die Flügel. Das muss es gewesen sein. Huh. Knappe Sache, ey. Digitales High Five. Jawohl. Oh nein, Mann. Verdammt, Bildschirm am Arsch. Nicht mal ein digitales High Five. Was macht Micha das so alleine da unten? Allein. Allein. So, Jungs, Dings. Ich war wunderschön mit euch, aber ich muss jetzt, Mit dir auch, Anni, mit dir auch. Wir haben vielleicht gleich Ersatz, aber Anni, es war cool. Ja.
Danke. Gabu, nochmal vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ich werde trotzdem erstmal sparen und dir vielleicht trotzdem zurückgeben. Mhm. Ich bin ja kein Schnorrer. Mhm. Aber trotzdem erstmal vielen Dank und schön, gespielt zu haben. Ja. Und wir sehen uns. Morgen habe ich Zeit. Morgen komme ich wahrscheinlich wieder online. Nice. Das ist morgen. Alles klar. Tschüssi, Anni. Ja, tschüss. Tschüss. Machen wir noch irgendeinen Indie-Run oder so? Können wir auch machen. Wir müssen hier Checker McRae mal wieder ein bisschen ins Spiel einführen. Und was einführen gesagt? Ja, einführen. Ich kann ja was anderes einführen. Nein. Oh. Hier oben auf die beiden Schwerter und dann auf Verlassen drücken. Ganz links. Checker. Einmal Anni kicken, bitte. Ist Anni. Was wollen wir laufen? Chip mal kurz. Der TV? Und herzlich willkommen alle Zuschauer, die gerade hier sind. Ich sehe gerade, sind ziemlich viele dabei gekommen. Jetzt, wo Anni weg ist, könnt ihr alle kommen, ja. Ich schmeiß erstmal eine Runde Pick-Points für euch. Ja! Juhu, Pick-Points! So. Okay, was laufen wir? Hast du Bock? Also, Flammenzitadelle könnten wir noch. Da sind wir jetzt gerade nur Weg. Welchen Weg sind wir gerade gelaufen? Eins, glaube ich, ne? Oder? Macht irgendwas, was er auch alleine schafft, vergiss das nicht, ne? Ja, aber ja, hier ja. Nicht viele helfen, vermutlich. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Hier sind in der Gilde sind Leute, die laufen die Scheiße solo, ey. Ja, ja. Ja, wollen wir beim Flammenzitadelle oder was? Kann man machen. Okay. Einmal Karte auf und rechts oben. Da ist Flammenzitadelle. Bei der Tür rechts oben. Geht eigentlich ziemlich schnell. Obwohl bei Arafim mir nur noch 90 Marken, dann könnte ich mir... Nein, Spaß. Könntest du was? Ich mir das Oberteil holen. Das Oberteil sieht ziemlich geil aus. Kann man ja auch nur machen. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Zeit hier noch reicht. Nee, du kannst dich einfach hinporten. Einfach Karte aufmachen. Und da oben ist dann halt so ein kleines Viereck. Da drückst du dann drauf und dann ist das sind Teleportpunkte. Okay, direkt. Den habe ich dann aber da oben noch nicht, deswegen. Ah, okay. Das ist blöd. User was user joined. So, Leute. Ja. Zieht euch mal das Kleidungsset bei einem Silvari rein. What the? Alles sieht richtig heftig aus. Wo ist das? Zeig mal, Kevin, zeig. Moment. Warum bist du überhaupt aus der Gruppe gegangen? Warum ja, weil ich kurz verpasst? Mit Tim rein musste. Ihr seid jetzt unfähig, Anni zu kicken. Da war was. Moment, ich lock gerade auf Schaufelschreck-Tippen. Dann geh mal kurz aus deiner Gruppe, Gabi, dann kann ich dich einladen. Invite! Warte, da ist Screen. Repräsentierte Gilde. Einfach durchlaufen. Jetzt hier links hoch. Der geil, dass es wirklich bei jeder Rasse anders aussieht. Ich hab die weggeführt. Nicht jede Rasse heiratet gleich, ne? Warum hab ich repräsentiere ich mit denen keine Gilde? So. Elia. Geht hier in alle, ey. Kommst du weg, oder? Wollen wir ein Z machen. So. Machen den Weg hier mit den Kugeln zurückbringen, oder? Also welcher Weg ist das? Das ist der Zweier, ne? Mhm. Dann hol dir mal hier den Punkt. Bei den Menschen echt cool. Jawohl. Gefunden. Ja, das finde ich so geil. Okay, wir sind da. Findest du? Schon speziell aus. Hm? Sieht doch mega aus, oder? Wie
Alter, ich komm darauf voll nicht klar. Ich weiß ich wieder nicht, welchen scheiß Charakter ich spielen soll. Ich bin praktisch doch nicht. Warte, wo hast du das jetzt gesehen? Moment, okay, da musst du kurz aus der Gruppe, dann kann ich dich einladen. Ach so, nee, dann machen wir gleich. Oder? Ja, machen wir gleich. Boah, da haben wir einmal einen krassen Kontrast. Ja, ich bin ein bisschen dunkler, ne? Bisschen. Minimal, würde ich sagen. Warte, wie sieht denn das aus, wenn ich in den Dungeon reingehe? Wegen der Leuchtfarbe. Meins ist doof, weil meins leuchtet blau. Okay, das ist scheiße. Ja. Aber das sieht so hammer bei Sevari aus. Ich hätte nie gedacht. Ja, ich auch nicht. Der kommt denn da, Alter? Ich möchte jetzt die pinke Leuchtfarbe. Wir müssen, glaube ich, beide aus der Gruppe hier raus, ne, damit ihr uns einladen könnt, oder? Achso, ja. Kevin? Ja. Kevin? Ist hier überhaupt ein Nacht-Dungeon? Ihr seid nicht aus der Gruppe raus. Ihr seid immer noch in der Gruppe. Ja, ich. Jetzt mich raus. Jawohl. Das ist du willst ein Nacht-Dungeon. Du willst das mit den Pico-Points kaufen? Und das dauert noch. Also, Varys leuchtet in jedem Dungeon, egal ob hell oder Nacht. Ah, außer in Ara. Ich glaube, in Ara nicht. Muss erst mal gucken, was ArenaNet schreibt. Alter, ich finde, das sieht so geil aus! Ja, Mann. Ich hab Elektro-Pink, Was habt ihr für eine Farbe ausgesucht? Ich hab Firmament. Und ja, das heißt, Firmament kostet ja nur 80 Gold oder so, das hab ich mir nicht ausgesucht. Klar, Eisrose hab ich noch. Aber ich hab auch glasiertes Purpurrot. Warte mal ganz kurz, ich hab's nochmal glasiertes Purpurrot. Das ist schweineteuer. Ich glaube, ich Elektroblau nehme, aber das sieht nicht so geil aus. Alter, guckt euch das Rot mal an! Moment! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Ich sehe gar nichts! Moment! Also bei mir, ich finde Elektroblau noch cool bei mir. Irgendwie. Als was? Oh, das ist ein krasses Rot, Alter. Ja, das ist auch das schönste Rot in dem Gelb, finde ich. Ah, pur. Was habt ihr für mich? Ja, da sieht das Purpurrot. Ich weiß aus wie. Alter, da bräuchte es wirklich einen bombastischen Silvari, so einen mit roten Haaren oder so. Ich frage mich, wie es bei Misch aussieht, bei Menschen so. Weiß ich nicht so geil aus, ne? Warum? Ich finde es doch auch mega. Ich finde es sogar besser wegen deinen Haaren. Wissen ist der größte Schatz. Ja, ich finde es besser als das davor. Ja, ich finde es besser, auch mit dem Stab. Ich würde so lachen seiner Stelle. Alter, Rot sieht echt bombig aus. Ja, das ist wie ein schwarzer Rand und so, ne? Ja. Sieht wirklich aus wie eine Rose. Das ist so. Aber warum ist der Rand ist so geil? Schwarz? Kann man den Ast auffärben? Bei mir ist der Ast schwarz. Kommt der Ast immer auf deine Hautfarbe drauf an? Lol, das kann sein. Ich kann den Ast nicht färben. Ja, das kommt dann auf die Hautfarbe an, Alter, wie krank. Ach, scheiß. Der fährt sich mit deiner Haut mit, was? Was? Was der aus dir rauskommt, weil es warm ist. Oh mein Gott. Alter, das ist echt richtig cool. Die bei den Azuran sieht total scheiße aus. Ja, bei Azura habe ich noch nicht geguckt. Kann ich auch. Doch, kann ich. Guck mal, wir haben. Achso, nee, doch. Oh, nee. Hat jemand einen Char? Ist das ein Azura? Ja, oder? Ja, du! Zwei Mikro. Einfach nur erstellt. Ach, da war's. Ist das Menschen-Outfit hier? Also das Hochzeits-Outfit? Ja. Das sieht ja ein bisschen so langweilig aus, finde ich, ne? Mhm. Also wenn du das jetzt vergleichst so mit unseren, finde ich es auch langweilig, aber... Ja. Ich fand das Menschen-Outfit eigentlich ziemlich geil. Vor allem hinten die Schleife. Färb dich mal ganz weiß, Gabi. Wie sie gerade vor die Mondshow machen hier, ey. Ja. Also ich finde, das Menschen-Outfit fand ich eigentlich richtig geil, aber dann habe ich jetzt nichts von den Silvaris gesehen, da war ich doch wieder Bock auf meinen Silvari zu spielen, weil der so hässlich war immer so. Alter, Mann! Kein Bock jetzt extra ein Umstylungskit zu kaufen in der Rüstung. Ja, die wissen schon, wie man einen lockt, wa? Scheiß Arnett ja, hier schon wieder. Die wussten auch, dass Silvari so hässlich sind, dass sie mal was Schönes einfügen müssen. Ja, wurde auch Zeit, ganz ehrlich. Jetzt aber das wäre auch richtig geil gewesen bei einem Menschen. Ja. Bei den Menschen sieht es ziemlich langweilig aus, wirklich, muss ich echt sagen. Also, nimmt mich nicht so mit. Also wir stehen hier Flammenzitadelle, ne? Das ist doch falsch. Lass doch gleich den Dungeon hier machen, wenn wir schon hier sind. Kann ja nicht machen. Da steht 3-2. UDB, Leute.
Warum und der Betrübnis? Schaufelschreckrippen, wart ihr das schon mal? Der Messmeister ist aber nicht skillt. Ist doch egal. Sieht nur schön aus. Moment. Kann mal einer hier Jackie McRae einladen in die Gilde? Jackie McRae, natürlich. Lol. Kann ich nicht, weil er wahrscheinlich schon in der Gilde eingeladen wurde in die Gilde. Ach so, ah. Hat er nicht angenommen. Ja doch, ich glaube, er hat ja, angenommen, aber er hat sie noch nicht. Nee, hat er nicht. Genau. Du musst einmal oben auf deinen Gildenwappen gehen. Aber ich finde das Schwarz von dir schöner. Also das mit den, der schwarze die Wurzeln. Ast, ne? Ja, das ist schöner. Bin ein bisschen eifersüchtig gerade. Dann auf ja, mein World of the Hero. Farbe ist nicht so geil. Und dann repräsentieren. Dann bist du bei uns drin. Ja, genau. Willkommen in unserer Gilde. Willkommen. Und mein Gesicht ist auch total bei den K.O. Ich guck mir meine Augen an. Bin ja mal gespannt. Darfst du sein? Jeden Tag Action. So, welchen Dungeon wollt ihr jetzt machen? Den Kopfschutz, ey. Und der B. Was für Ding? Aber die Farbe leuchtet extrem, muss ich sagen, ne? Das Pink. Ach, Udi B. Ach, du passt halt gut zum Messmer. Ja. Dann müssen wir einmal hier in die Mitte. Aber man konnte sich keine Schattenfarben aussuchen, ne, vom Geschenk. Schattenfarben? Ja. Jemand kriegt ein Geschenk. Ja, dem dritten Geburtstagsgeschenk meine ich. Weiß ich nicht, habe ich nicht gekriegt. Siehst du meinen Punkt auf der Karte? Ach so, ich dachte, reden wir die ganze Zeit drüber. Ja. Gut. Oh Mann, deswegen habe ich mir doch Elektro-Pink ausgesucht. Ich bekomme eins in 4 Tagen. Yay. Wie, du darfst dir eine Farbe aussuchen? Ja. Ja, ich durfte mir auch eine Farbe aussuchen. Ich habe weiß genommen. Warum nicht? Was? Hast du was weiß genommen? Ja, dieses Kristall. Kann man die auch? Nee, die sind account gebunden. Okay. Ja. Das ist Kristall, das sieht so geil weiß aus. Also ich habe lieber erstmal nur die Farbe gekauft, die zu teuer ist, dass man sie sich gar nicht kaufen kann. 833 Gold, GG. Welche? Elektropink. Ja, ich wollte erst blau nehmen, aber blau ist nicht so schön. Alter, aber das sieht... Färb mal dein ganzes Kleid so ein, mit Elektropink. Okay, das sieht ja nicht so geil aus. Aber ich will... Das leuchtet ja richtig krass. Warte. Also nur das Weiß. Alter! Das bräuchte ich, die Farbe. Das ist auch voll ja, cool. Mann. Einfach dann beitreten, also wenn du da unten bist, einfach beitreten bei dem Dungeon. Aber der Ast färbt sich wirklich nach der Haut, das ist so krank, komm ich doch klar. Ja. Das ist jetzt mein Elektro. Der Unterschied, ne? Ja, der Unterschied, das ist wieder halt Silvari, ne, in der Nacht. So, was geht's jetzt, um welches für ein Kleid geht's jetzt hier? Guck mal, wir haben alle dieses Hochzeitskleid, ne? Und jetzt kannst du mal sehen, wie es bei Menschen aussieht und wie es bei einem Silvari aussieht. Ja. Ja. Mich ja. Interessiert ihn, ja. Ey, beim Silvari ist auf jeden Fall besser. Für dich. Ich auch so. Ich fand's, wie gesagt, aus. Ich fand's beim Menschen mega hammer. Dann hab ich, what the fuck, dann hab ich dich gesehen, dachte ich mir, Moment, einmal umloggen kurz. Gucken, was ist hier noch so für geile Farben gibt. Oh, ich glaube, ich gönn mir jetzt mal die Flügel, Alter. Gönn dir. Und nachher sind sie wieder weg und dann hast du keinen Zugriff. Ja. Hab ich schon. Endlich hab ich sie auch. Flipzeit, wo bist du? Ja, in dem Wegpunkt, aber ich kann hier nichts betreten oder was auch immer. Ah, Kevin! Okay. Kevin? Was? Warum kommt er nicht rein? Was bekommt man bei ZDW? Boah, lauf einfach mal durchs Portal. Absolut beschissene Werte. Was für ein Portal. Warte mal. Die ist kein Portal. Warte, du bist im Lornas Pastor, bist du falsch? Du musst dir den Schaufler schrecken. Ach so. Ja, dann hat er ein bisschen falschen Wegpunkt gegangen. Warte, ich komm nochmal raus, dann siehst du meinen Punkt. Hey, du hast mir das doch gegeben. Ich stehe da, wo du mich hingepinkt hast. Willst du was erklären? Ich hab nix gepinkt. Warte, ich mach das. Sehen die Flügel geil aus oder soll ich lieber Duanas Rücken machen? Duanas Rücken ist teurer. Da musst du hin. Ah, da muss ich hin, ja klar. Okay, wo ist das? Da unten. Da hab ich Chaos Schwert und Chaos Stahl. Hast du den Punkt schon? Nur das Schwert. Guck mal, oh, dieses Schwert habe ich gedroppt bekommen. Ich hab's mir schon mal gegeben, ne? Deshalb habe ich den Skin jetzt verkauft, wisst ihr, was der Wert war? Gold. Was ist das nächste, was du hast? Also das Schwert. Ah, da oben, okay. 86. Das geht ja noch. Echt? 86 Gold habe ich vorhin gedroppt bekommen. Das ist der seltenste Gegenstand, den ich jemals gekriegt habe.
Ja, ich hab noch nie was Teureres gekriegt. Ich hab noch nie eine Waffe gekriegt. Aber was? Aber was Seltenes dafür? Was Selteneres? Das Wortspiel. Irgendwie nicht was Selteneres. Eigentlich schon. Alle meine Skillpoints weg hier. Ich glaub nicht, dass eine Waffentruhe seltener als genau der Skin ist. Ja, doch, Precursor. Precursor? Okay, gut, das ja. Aber weißt du, was scheiße an dem Kleid ist? Dass deine ganzen Waffen da verschwinden. Guck mal. Ja, gut. Was geil ist, wenn ich in meine Spektralgestalt gehe, bleiben die Flügel normal. Das sieht mal geil aus. Ja, Ben. Ich finde halt bei Menschen sieht es richtig so prinzessinnenmäßig aus. Nee, ich glaub Prinzessin. Passt doch zu Nele. Einfach hier rechts runter. Oder? Warte mal, ich guck mal, ob ich überlebe. Ja doch. Erstmal. Hier runter, ja, hier runter und dann runterlaufen. Werde ich alles schwarz färben. Kommt wahrscheinlich gut mit der weißen Haut. Mit der weißen Haut. Ja, die ist doch ganz bleich, mein Nekro. Weiße Haare, richtig Firmament als Augenfarbe. Moment mal. Und wenn ja, die Rüstung schwarz ist, auch Kit, Alter. Irgendwo ist hier ein Höhleneingang. Ja, ich genau. Ich will sich für mein Messer rausklatschen. Ja, Mann. Jetzt hab ich wieder richtig Bock auf mein Messer. Auf in den Kampf! Was ist denn so ein Kit? 500 oder so, ne? 350. Ja, da wird durchs Portal hier vorne. Vor allem sind jetzt Gems zu teuer, ne? Oh, hast du letztens die Umtauschdingens gesehen? Hast du für 800 Edelsteine 100 Gold bekommen? Was? Auf Forschungsmodus betreten, hab ich gleich, ja. Hab ich gleich umgetauscht. Jo. Ja. Hab ich mich gegönnt, ey. Wo seid ihr denn schon wieder, Jungs? Wir sind drin, ihr müsst durch dieses lila Portal. Also hier vorne. Okay. Mit High-End-Damage. Ja, High-End-Damage. Also, nicht gemacht. Was bekommen wir noch? Ah. Und der Noob verkackt natürlich. Töten, hat keinen Sinn. Ist doch kein Schwert dabei, ne? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen mit dem mitlaufen, weil die laufen jetzt hier durch. Da sind da immer zwei Türme, die müssen wir kaputt machen. Falsch. Nicht? Wenn ich Angst reden höre, will, sage ich es. Das kommt ein Einfach durchlaufen. Jetzt hier rechts in die Ecke. Hol den gleich rüber. Hier hochspringen. Fallen die nicht einfach. Unfassbar. Drei Schärfe kommen. Okay, jetzt drauf. Wow! Bitte nicht so viel Schaden machen. Er könnte umfallen. Ah, läuft. Was gibt es Neues in Guild Wars 2? Alles. Eine Menge. Alles. Hochzeitskleid, die Flügel sind wieder da. Ich hab ein DC. Alles neu. Alles Features hier. Alles Features. Na, ja, wieder erholt er sich nochmal. Aber sieht geil aus. Ah, guckt mal. Ist das geil oder was? Okay, ich muss mal eben neu starten. Oh, warte kurz, ich hab den Stream geschaut, wenn er DC hat. Das sieht so geil aus, wir müssen mal gucken, wie er da drauf knallt hier mit dem Schwert. Das sieht so geil aus. Jetzt einfach die Türme kaputt machen und immer weiterlaufen. Und am besten mit Stab ist ja nicht so der Hammer, ne? Nee, echt nicht. Ja, aber der Stab sieht schön aus. Kevin hier im Dauerfeuer. Voll geil, oder? Ja. Sieht hammer geil aus, voll in Action. Alle anderen stehen nur rum. Kein Schwert dabei, das kann doch nicht sein. Ja, geiler Scheiß auf jeden Fall. Siehst ja hier die Flügel, die ich hier trage, auf jeden Fall. Die ich mir vorhin geholt habe. Und man kann im PvP jetzt nur noch ab. Wann war das? Ab 20, ne? Echt? Ab Rang 20 Rankeds machen. Finde ich aber gut so.
Ja, bist du nicht schon Max Level? Max? Ja, doch. Aber dann riskierst du weniger Menus zu spielen. Weil diese Türme fucken so ab, ne? Könnt ihr mal kurz aufs Kampf gehen, damit ich mein Schwert anziehen kann? Gut, so, ich bin wieder da. Ja, weil ich halt auch das mit Schwert, das ist kein Ding, ne? Dich stört das nicht, nur die Gruppe stört das. Okay. Kannst du nicht Waffen wechseln? Was hast du denn als zweites? Ja, noch ein Schwert. Vielleicht aber auch nicht so viel. Auf mein einziges Schwert. Go, go, Power Ranger! Also hier musst du jetzt aufpassen bei dem Boss, der kann dich runterkicken. Musst du immer so ein bisschen stehen, dass du hinten auf dieses... den Kick knallst. Oh, ich behalte die Zeitstapel lieber, oder? Ich glaube, ich kann meinen noch gar nicht wiedernehmen. Ja. Wow, es geht ja so schnell. Nehmt ihr zwei erstmal Reaktionen mit dann? Ja, hab ich sowieso immer dabei. Also. Das ist sicherheitshalber noch Fokus mitnehmen. Hab ich sowieso immer dabei. Nein! Ja, nee, mach. Hast du aus meinem Fokus? Oder hast du? Ja, ja. Ich hab verstanden. Boah, gibt's doch nicht. Du Fokus. Und als Bogen. Ja! Fällt das Arschloch. Nee, nein! Komm! Gabi! Ich kann einfach liegen lassen, das Arschloch! Da steht jemand hochheben, ich bin so gut wie. Ja. Geheilt. Boah! Ja. Das läuft! Ich krieg dich nicht hoch, weil die mich ständig unterbrechen! Lass dich nicht unterbrechen! Unterbrech die beim Unterbrechen! Die lässt sich nur einfach abwechseln, nicht stirbt. Oh, it's raining north! It's raining north! Hast du das Level eigentlich zu? Ja, das Hochzeitskleid ist witzig, ja. Kevin, als Bogen. Was ist das vor? Oh, nein! Die zweite Schruppe hören, oder was? Ja, die zweite Schruppe. Los, Kevin. Ja, das ist jemand, der die Skills hier auspackt. Was? Geil. Ich hab das schon. Ich hab so viel eine Dotschrolle gemacht. Ich hab eine Dotschrolle gemacht. Okay, stirb, Kevin, stirb, Kevin, stirb. Good job. Kevin stirbt allein. Ich bin, gefreezed. Und du bist ja, komm, Piccolo. Komm, jetzt saug ich ihn noch aus hier auf dem Boden. Das ist doch kein Thema hier. Was ist los? Ohne Witz. Wie kann man das? Vor allem, ich wäre ja nicht mehr gestorben. Ich bin einfach nach unten ausgewichen. Okay, jetzt bin ich tot. Ja, sorry, Leute. Hat nicht gereicht. Ja, was kannst du eigentlich? Kacknoobs. Jetzt auf der Karte wieder zu dem letzten Portplatz. Und mich haben wir Red. Ja, okay, hast schon. Okay. Kevin? Du faule Ratte, lau! Kevin? Ja? Bein fahren lassen. Geil, danke. Sag's doch der ganzen Welt. Warte, warte! Hier, Speed! Ihr habt uns vergessen mit eurem Speed. Good job. Nee, kannst du liegen lassen, das ist ein NPC. Oh, ich hab keinen Fokus, ich hab keinen Fokus! Doch, ich hab Anomalie. Der Junge ist so kaputt. Wir verrecken sowieso alle immer. Fokus. Fokus. Oh, jetzt hab ich aber ein scheiß Schwert dazu, Mann. Ich hab nur Askan und Schwert, was soll ich tun? Geil. Ich nehme mal was Zepter auf, wenn das kein Damage macht. Mein Diener. Warum seid ihr denn einfach so schnell, Alter? Was ist denn los mit euch? Warum bist du so langsam? Was mit dir? Was ist denn los? Mach, gib mir Frieden. Warte, ich pull ihn. Oh Mann. Der erste, der runterfällt, zahlt. Robin Schneele, ich bin 3 Meter weiter weg.
Ja, sieht doch schon viel besser aus als gerade. Ja, aber ich hab das Schwert ab, ne? Bis dahin hatten wir es auch vorhin. Gerade so. Sagt man dann so. Das war echt peinlich, dass wir hier geworden sind. Ja, gut, dass das nicht live war. Echt nicht? Oh, warte, es war live. Natürlich ist es live. Also, what the fuck? Voll gefailt, ey. Warum wartest du, Tee? Lol, ich kann mich nicht bewegen. Lau, okay, Kevin. Ich kann mich nicht bewegen. Damage of Doom. Jo, platt ist er. Ich sag einfach eindeutig am Schwert. Sind die Fäuste der Golem echt geschossen? Ich will das mal testen. Oh. Kissen, ja genau, Kissen nicht vergessen. Die packen so ab, die Golems nicht, weißt du. Jetzt hier links an der Wand laufen. Links an der Wand. Weiß auf Golems. Du Richter! Du Richter! Nein, nein! Tim krepier ich hier, ne? Warum wegen mir? Ich bin da durchgeputzt. Ja, dir ist schon klar, wenn du die Bomben direkt vor meiner Fresse zündest, dass ich krepier. Oh. Oh, Schatz. Einfach links, jetzt rechts, 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 rechts. Links! Hier, hier. Links, 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 links. Ja, bist du, was ist jetzt so? Geradeaus, geradeaus! Geradeaus, links, rechts, oben, unten, was? Und jetzt springen, springen! Springen! Alter, vier, alle vier, mehr Loot! Mehr Loot! Okay, jetzt checken wir alle. Moment. Jetzt hier hinten in die Wand. Genau hier. Genau. Nee, da nicht. Ich pull, hab ich gehört. Nee. Ich seh nur Flügel, ey. Ist so, scheiß Flügel hier, ey. Alter. Scheiß, komm. Und, wir haben und voll Debüt. Ich hätte vielleicht meine Minions rufen sollen. Oh, Junge, ich baller, ich baller, ich baller. Einer tot, zweiter tot. Warte, ich nehme uns die Zustände runter. Zustände. Mein Zustand kannst du nicht runternehmen. Sauber. So, easy. Easy peasy. Kisten nicht vergessen. Whee! Hast du alle Kisten? Ja. Ja. Vorne ist auch noch eine. Jawohl. Heftig zugundelt hier. Ja. Sag ich ja, du bist hier übelst. Ne, bleib hier, bleib hier. Wir warten hier. Jetzt zieht der Boss hier runter. Ich mach den jetzt hier solo. Genau. Oh, ich hab auch das Schwert. Der macht ein ganz böses Move auf dem Boden da raus. Sonst ist der eigentlich ziemlich easy. Vielleicht gibt's noch mehr Müll. Oh, der Dele. Doch Herzen kommen, ihr Schweine. Was? Wer? Ah! Woran du liegst? Gar nicht aufgefallen. So, jetzt können wir, ne? So. Warte, ich zieh dich hoch. Werden eigentlich gepult von uns? Alter, was ist das denn? Au. McRae, der erinnert mich voll an eine Band. Kennst du Eisbrecher? Ja. Ja, du siehst ein bisschen aus. Du bist schon ganz tot. Ach, scheiße.
Gaben. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Heißburg bei dir. Ja, Zeitschleife, what the fuck. Komm. Wo ist die Zeitschleife? Da ist er. Also. Da! Boah! Der Witz hat mich unterbrochen. Gut, dass er nicht noch gelassen hat, ey. Warum muss der auch so zäh sein? Nix, aber auch gar nichts, kein Anschlag. Dieses Weghauen hier. Ja, besser als. Wo ist Captain? Da ist Captain. Welcher war das? Oh. Der kleine Zwerg, dass er so viel aushält, ne? Wenn wir jetzt schon längst in die Eier getreten, dann liegt er. Wir haben schon einen Garten. Der hält aber gut was aus. Ja. Ob der werden Zettel. Doch, nervst du wenig Schaden. Das ist so ein Typ, den trittst du in Eier und der grinst. Das war tot. Okay, erleben. Good job. Jawohl. Warum nicht ich war? Scheiße, wie ich das Solo gemacht hab. Fällt's mir. User was moved to your team. Micha. Oh. Micha. Mich bringt nicht zu. Wo ist die Kiste? Da vorne ist die Kiste. Nein, das ist keine Kiste. Ah, gibt's keine Kiste mehr, ne? Kiste. Okay. Ich war in den Sinn gekommen, dass es einen Grund hat, dass ich mal auf AFK-Channel bin. Warum schreibst du mir dann, warum polst du Sachen in der Geld, wenn du eben schaffst? Wenn du auf AFK bist. Es hat schon, also ich bin vielleicht jetzt im TS AFK gewesen bis gerade eben und mach aber schon die zwei Runden. Das verständlich bei euch. Nö. Hatte! Hallo Maxi! Überhaupt sinnvoll so, nein! Ja, kannst du hier rechts auf die. Rechts außen kannst du Dungeon verlassen drücken. Maxi, es gibt ein ganz tolles neues Kleidungsset. Ja? Hochzeitskleidungsset. Ja. Ja? 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 1000 Gems nur. Die laufen jetzt alle mit Hochzeitskleidern rum hier. Ist voll schlimm. 1000, ne? Hm. Boah, ich schaff's auch, dann können wir heiraten. Es gibt ein Hochzeitskleid? Ja. Ich wollte schon immer eine Braut sein. Oh mein Gott. Ich wusste es, ey. Endlich. Maxi hier. Darf eine Braut sein. Herrlich. Gibt's eigentlich schon die Geburtstagsgeschenke? Aber Leute, schon mal ein Livestream. Ja. Ich werde jetzt den Livestream beenden, weil ich muss gleich zur Arbeit und das mache ich mich jetzt fertig. Ja, ich muss arbeiten. Ich muss ja irgendwie mein Stream finanzieren hier. Macht's gut, Leute. Haut rein, tschüss. In der Inu 7, Leute. Bis morgen. Also 6, einer davon.